Ich muss zugeben, ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich hätte niemals erahnen können, wohin mich diese Recherche führen würde. Die meisten Journalisten haben sich auf kleine Puzzleteile dieses Bilds von Jeffrey Epstein fokussiert. Und ich werde in diesem Video versuchen, alle Puzzleteile zusammenzulegen und zeigen, welches Bild sich dann ergibt. Wer war Jeffrey Epstein? Wer waren seine Wegbereiter? Und wem diente Jeffrey Epstein? Und wenn man das verstehen will, wird es teilweise schon ziemlich verworren. Es wird komplex. Und deshalb braucht es für dieses Video noch viel mehr als in anderen Videos eure volle Konzentration. Haltet euch fest, seid gespannt, es wird wirklich irre. Would you please state your full name? I'm Jeffrey Edward Epstein and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. You maintain any other residences presently? I have vacation homes in New Mexico, Palm Beach, New York, and Paris. What was the crime of which you were convicted? Two counts, one soliciting prostitution and procuring a minor for prostitution. Was wissen wir über Jeffrey Epstein? Er war ein Investmentbanker, ein Vermögensverwalter, ein Sexualstraftäter. Und falls ihr nur am Rande über den Mainstream über seine Person erfahren habt, dann kennt ihr ja nur eine ganz kleine Facette dieser Kreatur. Ja, es war eine Kreatur, ein außergewöhnliches Geschöpf seiner Herren. Aber er war sicher kein Einzelfall. Und diejenigen, die ihn geschaffen haben, die hatten außergewöhnliche Dinge mit ihm vor. Große Dinge, weltbewegende Dinge. Man könnte auch sagen, weltbeherrschende Dinge. Wenn ihr jetzt denkt, ach nee, ist mir alles zu negativ, zu düster. Wartet ab. Diese Reise in Epsteins Orbit könnte erklärbar machen, warum die Welt so verkommen ist. Aber eigentlich ist das nur das Produkt von einigen wenigen, die für ihren Prophet ihre größenwahnsinnige Agenda bereit sind, sich selbst und alle anderen zu verkaufen, andere zu täuschen, zu manipulieren, sie zu unterdrücken, zu quälen und bluten zu lassen. Das hier ist die erste Folge der Rechercheserie und die Kernfrage, der wir uns in jeder einzelnen Folge widmen werden, ist: Wem diente Jeffrey Epstein? Und wenn man sich solchen Fragen stellt, dann könnt ihr euch vorstellen, was das für mich, was das für diesen Kanal bedeuten kann. Aber diejenigen, die diesen Kanal kennen, wissen, dass wir uns der Wahrheit und Gerechtigkeit verpflichtet haben. Koste es, was es wolle. Wir sind unabhängig, das hat seinen Preis und wir tragen ihn mit eurer Unterstützung. Also alle Infos dazu findet ihr in den Kommentaren und in der Videobeschreibung. So, bevor es losgeht, habe ich jemanden, der hinzukommen wird. Ich habe jemanden eingeladen, einen Freund, der nicht tief im Thema drin ist, jemand, der total unbedarft ist, was das Thema Jeffrey Epstein angeht. Er wird mir mit spontanen, gezielten Fragen helfen, mich nicht in belanglosen Details zu verlieren und alles für alle herunterzubrechen. Ich hole ihn mal rein. Linus? Hey. Da ist die Kamera. Hier ist das Mikro. Alles klar. Und los geht's, jetzt dreh dich um. Was hast du hier gemacht? was hast du recherchiert wieder? So diese Profilerwand so aus dem Krimi, so weißt du? So. Die ist auf jeden Fall hilfreich, weil, wie du siehst, es sind so viele Gesichter, so viele Namen. Ja. Und du musst dir vorstellen, wenn du all diese Namen beherrschst, was siehst du dann, wenn du in die Recherche gehst? Ich habe vor einem Jahr einen Artikel veröffentlicht auf Substack. Okay. Okay. Und ich schäme mich inzwischen für diesen Artikel. Das war ein Witz. Okay. Okay? Ich habe das seit 2019 hatte ich das so auf dem Schirm. Ich habe das alles sehr intensiv verfolgt. Mhm. Aber in den letzten Monaten habe ich gesagt, ich will das mal visualisieren. Das ist die Welt von Jeffrey Epstein. Also die wichtigsten Leute und nicht nur die, die man kennt. Hier auf der Seite sieht man eher die Leute, die man kennt. Ja, das waren die Prominenten, die auf seiner Insel waren. Ja. Aber für mich ist das alles eine Ablenkung. Viel wichtiger sind die hier vielleicht, ja, und die seine Wegbereiter waren und auf der rechten Seite. Aber ich will das gar nicht alles offenbaren, jetzt schon, sondern das wird in den nächsten Teilen eine Rolle spielen. Und deswegen verschwindet jetzt alles von dieser Wand. Okay. Das erste Bild, das wichtigste Bild, Jeffrey Epstein. Wenn du dieses Bild siehst, wenn du diesen Namen hast, woran musst du denken? Es gibt mir automatisch so einen fiesen Vibe irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie mysteriöse Persönlichkeit, so, weißt du?
Ja, das liegt natürlich daran, du hast wahrscheinlich sehr viel über die Mainstream-Medien von ihm gehört. Interessant ist, dass er immer geframed wird als ein Pädophiler mit Geld oder ein Multimillionär mit mysteriösen Verbindungen zu den mächtigsten Menschen der Welt. Und vielleicht hast du mal eine Doku gesehen. Die bekannteste Doku über ihn ist Filthy Rich oder Stinkreich auf Deutsch. Die basiert auf dem Buch von James Patterson. Vielleicht kennen andere die Doku von Amazon Prime. Der Fall Jeffrey Epstein. Populärer ist aber das hier geworden. Ja. Mehr als 4 Millionen Mal angeschaut. Das auch absoluter Bestseller gewesen. Der Autor ist James Patterson, der erfolgreichste Autor, der auf der Welt existiert. Der ist, wird bald die Milliarde-Marke knacken auch. Und gehört schon selbst irgendwie zur Elite. Zu den Filthy Rich. Und das spiegelt sich auch im Buch wieder aus meiner Sicht. Ja. Okay. Er wurde auch dazu gefragt, warum er bestimmte Teile der Biografie von Epstein weggelassen hat. Okay. Er hat das so als Verschwörungstheorie abgetan. Und was die, auf die Teile werden wir vielleicht dann noch eingehen, denke ich mal, oder? Also eine Sache will ich aber dazu sagen, was ich wirklich eigenartig finde, wenn man sich mit Jeffrey Epstein beschäftigt, schreit es einen ins Gesicht, dass er irgendwie mit dem Geheimdienst verbandelt war. Wie auch immer, er war es. Aber das kommt hier mit keinem Wort vor. Okay. Also weder in der Doku noch im Buch wird man irgendetwas... Welche Geheimdienst? Also, ja, CIA, Mossad und so weiter und so fort. MI6 spielt auch eine Rolle. Okay. Aber dazu kommen wir später. Ich will gar nichts hier vorwegnehmen. Mhm. Und da fängt es schon an. Welches Narrativ wird über Epstein in die Welt gesetzt? Und es beschränkt sich sehr darauf, dass er ein Pädophiler war, dass er superreich war und dass er mächtige Menschen kannte. In der letzten Zeit, vielleicht hast du es mitbekommen, in der Presse hieß es immer wieder, es gibt gerade einen Prozess gegen Ghislaine Maxwell. Weißt du, wer das ist? Seine Frau oder irgendwie Assistentin oder irgendwie sowas? Ja, seine Partnerin, könnte man sagen. Vor allem wird sie dargestellt als Assistentin. Ja. Aus meiner Sicht ist sie es nicht. Okay. Ja, sie war nicht nur die Assistentin, ich glaube, dass die sogar Mastermind war. Okay. Aber dazu kommen wir viel später. Da wirst du dann nicht dabei sein, das wird die zweite Folge sein. Okay. Da werden wir auf Ghislaine Maxwell intensiver eingehen. Aber Ghislaine Maxwell war diejenige, die das Netzwerk von Jeffrey Epstein aufgebaut hat. Sie war die Netzwerkerin, sie war diejenige, die angeworben hat. Also sie hat junge Mädchen angeworben, Models angeworben. Sie hat Akademiker, Politiker, ja, aus verschiedensten Bereichen hat sie Leute angezogen und hat sie sozusagen in dieses Netzwerk von Epstein hineingezogen. Mhm. Für welche Zwecke auch immer. Das war dann sehr, sehr unterschiedlich. Aber auch das später. Okay. Wichtig ist, Ghislaine Maxwell ist sehr zentral, gerade jetzt, wo über Gerichtsdokumente gesprochen wird ständig, über diese Client-List, 190 Namen schwirren im Internet herum und die Leute diskutieren darüber, wer war mit Epstein verbandelt, wer war mit Maxwell verbandelt. Mhm. Das muss man auch kritisieren. Viele Leute denken, dass jeder, der irgendwie mit denen zu tun hatte, ein Pedo war. Ja, das ist ja immer direkt der Vorwurf. Mhm. War der auf der Insel? Mhm. Mhm. Ich glaube, das falsch ist und ich glaube, es lenkt von dem eigentlichen, von den eigentlichen Machenschaften ab. Mhm. Was das ist, darauf komme ich gleich zu sprechen. Okay. So, wichtig ist, wir haben Gerichtsdokumente, woher kommen die? Virginia Giuffre ist die Hauptklägerin gegen Epstein gewesen, bis er tot in seiner Zelle aufgefunden wurde. Und dann ist sie untergetaucht. 1,5 Jahre später wurde sie gefasst. At this 156-acre New Hampshire property, prosecutors say she tried to flee to another room in the house. Agents were ultimately forced to breach the door. Inside the home, agents say they found a cell phone wrapped in tinfoil on top of a desk, a seemingly misguided effort to evade detection from law enforcement trying to trace her phone. Sie ist jetzt hinter Gittern und die Frage ist, wird sie reden? Es läuft gerade ein Prozess gegen sie. Ein Opfer ist die Hauptklägerin Virginia Giuffre. Was war die Anklage? Menschenhandel. Okay. Sexueller Missbrauch. Okay. Und so weiter und so fort. Put it this way. Epstein was Pinocchio and she was Geppetto. She was the guy controlling the strings. Jeffrey. Yep. She was pulling the strings. She had his money. He had her contacts. But
Ghislaine was much more conniving and smart than Epstein ever was. Und diese Opfer, die sich jetzt zu Wort melden, das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil von all denjenigen, die bereit waren, gegen die in den Krieg zu ziehen, juristisch. Woran hapert's? Was denkst du? Warum ist es so schwer, gegen diese Leute vorzugehen? Was denkst du? Geld, denke ich mal. Also muss ja leisten können, ne, so einen Gerichtsprozess zu führen. Ne? Ja. Und diejenige, die es tut, macht es seit 2014 gegen verschiedene Leute. Auch die werde ich später nennen. Aber wichtig ist jetzt, gerade läuft der Prozess und es werden Gerichtsdokumente veröffentlicht, aber geschwärzt. Ganz wichtig. Nur die Namen tauchen dort auf, die bereits in den Medien kursieren. Alle anderen werden geschwärzt. Das heißt, von wem wird das dann, also von dem Gericht selber? Von der Richterin wird es entschieden. Okay. Ja, sie sagt dann, den Namen können wir rausgeben, das können wir nicht rausgeben. Auch Bilder und Videos, die in dem Zusammenhang gezeigt werden. Okay. Ja. Und aus meiner Sicht ist das, worüber diskutiert wird in den Medien, ganz oft Boulevard. Ich gebe ein Beispiel. In den Dokumenten kommt vor, Stephen Hawking war auf der Insel. Ja, habe ich jetzt auch gehört. Ja? Und dann reden alle darüber und lachen auch darüber. Es gibt ja Memes darüber, zuhauf im Internet, wo er in seinem Rollstuhl gezeigt wird und man sich irgendwie vorstellt, wie der Typ in Orgien verwickelt war. Ah. Ja? Aus das ist so ein bisschen Sicht, Klatsch und Tratsch, wird das wird so ausgetreten. Genau. Man spricht über ihn, man spricht über Kevin Spacey und Prince Andrew und über, also der Sohn der Queen. Ja. Man spricht über Woody Allen und all diese bekannten Leute. Aber worüber man nicht spricht, ist über die Mächtigen, die wirklich Mächtigen, die da drin verwickelt waren. Ja? Und ich denke mal auch, das Netzwerk, das es überhaupt so organisiert hat oder das möglich gemacht hat, dass es das überhaupt so gab wahrscheinlich. Genau. Ich glaube, dass die Pädophilie in dem Fall nur ein Tool war. Was ich damit meine, ich will nicht sagen, dass es nicht schrecklich ist. Ich will nur sagen, das war nicht der Fokus. Mainstream-Medien fokussieren immer die Pädophilie, um zu sagen, das war ein weirder Perverser. Okay? Du hast mich ja am Anfang gefragt, was so das Erste, was mir so in den Kopf kommt. Ja. Es ist auch so, dieses Pädophilie-Ding, das steht so im Vordergrund, wenn man den Namen Jeffrey Epstein hört. Ja. Ja, und ich glaube, dass das ein Weg ist, um anzudeuten, der Typ war irgendwie verrückt. Der war krank. Und wenn jemand krank ist, kann der nicht berechnend sein. Der folgt ja nur seinen Trieben in dem Moment. Pädophilie auf der Ebene der Eliten hat einen Zweck. Ich glaube nicht, dass es kranke Menschen sind, sondern das sind Verrohte, Pervertierte. Isn't it true, sir, that a friend of yours sent you 3 12-year-old females for you to sexually abuse on one of your birthdays? Form argumentative, harassing, and irrelevant in this lawsuit. But you're saying it's part of the lawsuit? Yeah, I'll read it directly. On one of defendant Epstein's birthdays, a friend of defendant Epstein sent him 3 12-year-old girls from France who spoke no English for defendant to sexually exploit and abuse. After doing so, they were sent back to France the next day. Isn't that true? Once again, I'm going to move to strike. Irrelevant, argumentative, harassing. I would like to answer that question. I really would. However, today, my attorneys have told me I have to assert my Fifth Amendment, Sixth Amendment, and 14th Amendment rights under the U.S. Constitution. You're invoking your Fifth Amendment rights to each of these questions because you know that your answers will incriminate you and you feel that it will result in you being prosecuted for these crimes. Isn't that right? Objection, argumentative, harassing, and calls for a legal conclusion. Ich würde sagen, dass es da eher darum geht, absolute Macht auszuleben, Tabus zu brechen, Kicks zu haben. In dem Fall war es auch noch so, dass dieses Brechen des Tabus benutzt wurde, um diese Mächtigen in Akte zu verwickeln, durch die man sie dann erpressbar machen kann. Ja? Das heißt, es ging am Ende um Steuerung. Auch das werde ich an Beispielen belegen. Ja? Ganz oft ist es eben so, wenn diese Prominenten, die wir dann sehen werden, hier auf der Tafel, in seine Villen gingen,
haben sie dort ab einem gewissen Punkt Frauen missbraucht, Mädchen missbraucht. Jedes Zimmer war mit Videokameras ausgestattet. Und es gibt sogar Opfer, die davon berichten, dass es wirklich solche Zentralen gab, wo man diese Tapes aufgezeichnet, sie beschriftet und eingeordnet hat und wirklich ein System gab mit Schichten, wo Leute gearbeitet haben, um das alles zu verwalten. Ja? Und notfalls, wenn jemand nicht gespurt hat, nicht behaved hat, dann hat man ihm klar gemacht, wir haben hier etwas in der Hand und könnten das notfalls ausspielen gegen dich. He showed you cameras throughout the house. The main thing he did when I walked in, I thought was interesting. He showed me where the camera, the men monitoring everything were. So when you, if you're facing the house, there's a window on the right that's barred. That's the room, the media room is what he called it. Yeah. And so there was a door that looked like an invisible door with all this limestone and everything. And you push it and you go in. And I saw all the cameras. What it was like old televisions, basically. It's like stacked, you know, monitors, but they were yes. monitors inside this cabinet. And there were men sitting here. And I looked on the cameras and I saw toilet, toilet, bed, bed, toilet, bed. I'm like, I am never going to use the restroom here. And I'm never going to sleep here. You know, I mean, it was very obvious that they were like monitoring private moments. She believes there are tapes. The question is, who has them? Wir wissen inzwischen sehr viel darüber, dass Menschenhandel betrieben wurde. Durch Epstein und durch Maxwell. Wir wissen, dass sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Was waren die Methoden? Man hat minderjährige Models angesprochen. Man hat sie ganz gezielt über Modelagenturen angesprochen. Man hat sie finanziert. Man hat die Models angelockt, dadurch, dass man ihnen Versprechungen gemacht hat. Man hat Frauen verschleppt. Man hat sie mit dem Privatjet in verschiedene Teile der Welt geflogen und sie aufgefordert dazu, anderen Mächtigen zu dienen, als Sklaven. Deren Pässe wurden beschlagnahmt. Sie wurden inhaftiert, sie wurden isoliert. Sie mussten Geheimhaltungsvereinbarungen unterschreiben. Ihnen wurde gedroht, niemals mit irgendjemandem etwas darüber zu teilen, was sie für Jeffrey Epstein tun. Also wir wissen, dass mächtige Politiker, Banker, Künstler, Intellektuelle, Wissenschaftler involviert waren. Und es war schon fast ein offenes Geheimnis in der High Society, dass Epstein und Maxwell da irgendetwas Großes am Laufen hatten. Ja? Da gibt es ein Video, was ich dir gerne zeigen würde, von Cindy McCain. Das ist die Frau des ehemaligen Senators John McCain, vielleicht schon mal gehört. Ja. Der auch Präsidentschaftskandidat war in Amerika. Und sie war bekannt für ihren Kampf gegen Menschenhandel. Und sie hat im Jahr 2020 Folgendes gesagt. It hides in plain sight. Epstein was hiding in plain sight. We all knew about him. We all knew what he was doing. But we had no one that was, legal aspect that would go after him. They were afraid of him. For whatever reason, they were afraid of him. All of a sudden, someone said, BS. We're not afraid of you anymore, and what you're doing is not only wrong, it's illegal, it's, you know, all those things. It's like a house of cards now. It's going to start tumbling. Und das hat sie so öffentlich gesagt? Ja, Mann. Das ist schon krass, oder? Und man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie kann es sein, dass ein Mann oder zusammen mit seiner Partnerin, wie hat er es geschafft, den Strafverfolgungsapparat einer ganzen Nation lahmzulegen? Ja, wie kann es sein? Und wie konnte er diese Leute über Jahrzehnte hinweg einschüchtern? Was war denn so das erste Mal, als dieser Fall Epstein überhaupt so in die Öffentlichkeit gekommen ist? Also es gab Versuche von einigen Opfern, das der Polizei zu melden, FBI zu melden. Also das sind Maria und Annie Farmer. Und das sind Opfer von Epstein gewesen, die 1996 schon zur Polizei gegangen sind, sich dem FBI offenbart haben. Die es gewagt haben. Ja. Und es passierte einfach nichts. Jahrelang. Bis die erste Journalistin von Vanity Fair auf diese beiden gestoßen ist. Und angeblich es versucht hat. Das heißt, die haben eine Aussage gemacht beim FBI? Ja.
Und ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ja. Wahrscheinlich wollten die sich nicht mit diesem mächtigen Mann anlegen. Aha. Ja. Wie es sein kann, dass so jemand das FBI beherrscht, auch das werden wir, darauf werden wir stoßen, ja? Aha. Interessant ist, dass die beiden entdeckt wurden irgendwann im Rahmen einer Recherche von einer Journalistin, die Vicky Ward heißt, von Vanity Fair. Chasing Ghislaine is really my effort to go out and re-report an investigative story that I started almost 20 years ago when I was tasked by Vanity Fair magazine, for whom I was working at the time, to go and find out how this very mysterious, reclusive guy in New York called Jeffrey Epstein made his money. That turned into a very unpleasant experience for me. He rather infamously threatened me, threatened my unborn children. And although the resulting piece did show that he certainly wasn't who he claimed to be business-wise, it didn't answer the question of really how he had made so much money. Two sisters, Maria and Annie Farmer, had sort of come my way and had told me on the record stories, they claimed, of sexual abuse by Jeffrey Epstein. Also, das ist Vicky Ward, eine Journalistin von Vanity Fair, die 2003 versucht hat, ja, angeblich die Aussagen von Annie und Maria Farmer in diesen Artikel über Jeffrey Epstein, in das Porträt, was sie schreiben wollte, einzuspinnen. Mhm. Und sie behauptet, dass es aber im Redaktionsprozess, im Redigierprozess entfernt wurde von dem Chefredakteur von Vanity Fair. Sie hat dann sogar öffentlich gesagt, dass er damals bedroht wurde von Epstein, dass er auf seinem Grundstück eine Kugel gefunden hat und den Kopf einer Katze. Ja. Mafia-Methoden. Ja, inzwischen zweifeln aber einige daran. Ich zweifle auch daran seit heute Morgen, muss ich sagen. Ich habe heute Morgen diese Aussage von Maria Farmer gelesen, wie sie auch zu Vicky Ward steht und wie der Chefredakteur auf diese Vorwürfe reagiert hat. Maria Farmer behauptet, dass diese Passagen über die Opfer rausgeflogen sind, weil sie mit Ghislaine Maxwell verbandelt ist. I had known Ghislaine Maxwell before I embarked on this investigation of Jeffrey Epstein nearly 20 years ago. Das ist natürlich crazy. Ja, das ist die erste Journalistin, die hätte damit sehr viel aufdecken können, hat sie nicht machen können. Ja. Ist aber trotzdem wichtig, weil sie das erste Porträt veröffentlicht hat über Epstein mit einigen Nuancen. Ja, also das erste kritische sozusagen zum Fall Epstein oder das erste... Relativ kritisch. Relativ, ja. Ja, okay. Aber diese Passage ist eben rausgeflogen. Sie behauptet heute, dass sie jemand ist, sie nennt sie Prostitute. Sie erhebt schwere Vorwürfe, dass sie ja das Thema ausschlachten würde, dass sie posen würde als Heldin, obwohl sie keine Heldin ist. Ja. Denn sie hat es nämlich nicht geschafft, aber zu Fall zu bringen. Ganz kurz, ich habe noch nie darüber gehört, so was war Epstein denn früher? Also ich kenne nur die Story Epstein, der Pädophilen, der den Pädophilenring leitet, der seine Insel hat irgendwie. Du meinst gerade irgendwie, davor wurde er auch schon interviewt, aber nur als der geniale Wissenschaftler oder was meinst du? Ja, nicht genialer Wissenschaftler, aber jemand schon, der besondere mathematische Fähigkeiten hat, der irgendwie alles ist und nichts ist. Er ist mysteriös. Ja. Einer der ersten Artikel über ihn war Jeffrey Epstein, International Money Man of Mystery. Ja? Mhm. 2002 veröffentlicht. Wir werden über ihn etwas mehr erfahren, wenn wir in seine Vergangenheit schauen. Das kommt aber später. Okay. Ja? Du hast mir noch das Bild hier gegeben? Ja. Also viel mehr, als dass ich Vicky Ward als die Heldin darstelle, würde ich eher sagen, dass das schon Helden sind. Also die haben den Mut gehabt, nach außen zu treten, ob das jetzt ans FBI ist oder an die Medien zu gehen und ihre Geschichte zu präsentieren und damit ja schon das System Epstein zum Bröckeln zu bringen. Mhm. Und sich selber auch in Gefahr zu bringen. Sich selbst in Gefahr zu bringen. 2005 gab es weitere Vorwürfe, diesmal von einer 14-Jährigen, die Epstein in seiner Villa in Palm Beach
missbraucht hatte. Und dort hat er nämlich teilweise täglich bis zu 3-4 Mädchen angelockt. $100 mal $200, die er ihnen in die Hand gedrückt hat, nachdem sie ihn massiert haben, hat er sie missbraucht. Und da gibt es Zeugenaussagen oder da wie ist das dokumentiert? Inzwischen gibt es natürlich viele, viele Opfer. Ich glaube, insgesamt mehr als 300 Opfer, die auch Teil dieses Netzwerks waren. Es gibt aber sehr, sehr viele Mädchen, die sich bis heute nicht trauen, irgendetwas zu sagen. Das kam hier raus 2005, weil dieses Mädchen in der Schule mit diesem Geld geprahlt hat und beschimpft wurde, beleidigt wurde als Hure von ihren Mitschülerinnen. Und dann rückte sie erst mit der Sprache raus, ist zu ihren Eltern gegangen, hat ihnen das erzählt, wie das alles passiert ist, weil er hat eben Ghislaine Maxwell und Ghislaine Maxwell hat dann weitere Frauen zu Schulen geschickt, ja, und hat davor gewartet, bis diese Mädchen eben rauskamen und hat sie angesprochen und ihnen dieses Geld angeboten. Und dann sind sie eben in diese Villa rein, um dieses Geld zu bekommen. Sie wussten aber nicht, was dort geschehen wird. Sie wurden dann aufgefordert zu massieren und so weiter. Mhm. Aber das war eben im großen Stil. Ja? Das war eben so ein Schneeballsystem irgendwann. Ja. Also die haben ja auch dann dafür Geld bekommen, wenn sie weitere Mädchen mit rein. Ja, das ist auch so ein bisschen dieses Hollywood-Prinzip, oder? Also es gibt so Leute, die, ich weiß nicht, missbraucht werden in ihrer Kindheit und dann traumatisiert sind und dann selber wieder anfangen sozusagen entweder zu missbrauchen oder andere Menschen damit reinzuziehen. Die Polizeistation in Palm Beach hat sich dem Fall angenommen und die waren wirklich mutig. Darunter war der Chief Officer und der Detective Joseph Ricari, der inzwischen auf mysteriöse Weise verstorben ist, nach einer kurzen Krankheit. Es sind ziemlich viele auf mysteriöse Weise verstorben, da werden wir auf jeden Fall gleich auch drauf eingehen. So wichtig ist aber, dass die sehr weit gekommen sind, die haben Ermittlungen vorgenommen und haben, sind auf 50 Frauen gestoßen, die ihnen eigentlich ähnliche Geschichten erzählt haben, was ihnen zugestoßen ist. Und daraufhin gab es, und das mache ich jetzt in einer Kurzform, Jeffrey Epstein kam so davon, dass es einen Deal gab, einen Vergleich, und dieser Vergleich war einfach nur lächerlich. Er hätte eigentlich für viele Jahrzehnte in den Knast müssen, für sexuellen Missbrauch. Er kam davon mit 18 Monaten Haft, aber auf eine Weise, die unglaublich ist. But despite Acosta's office developing a case against Epstein, the then U.S. attorney Acosta traveled from Miami to West Palm Beach, meeting privately with Epstein's lawyers. Now, for some reason, out of that meeting came an NPA, a non-prosecution agreement that basically allowed a guilty plea on lesser state charges. Epstein was to serve 13 months in jail. How many days a week are you out on work release? 6. And of those 6 days, how many hours per day are you out on work release? 12. Acosta has been under intense scrutiny over the non-prosecution deal his office negotiated with Jeffrey Epstein in 2008. Critics say 13 months jail time was not enough for the sex offender. Acosta defended that deal Wednesday, but tried to deflect today. It would be selfish for me to stay in this position and continue talking about a case that's 12 years old rather than about the amazing economy we have right now. He made a deal that people were happy with, and then 12 years later, they're not happy with it. You'll have to figure all of that out. But the fact is, he has been a fantastic Secretary of Labor. And Alex called me this morning, and he wanted to see me. And I actually said, well, we have the press right out here, so perhaps you just want to say it to the press. But I just want to let you know, this was him, not me. Because I'm with them. He's a tremendous talent. He's a Hispanic man. He went to Harvard, a great student. And in so many ways, I just hate what he's saying now, because we're going to miss him. So, er kam frei und danach war erstmal wieder Schluss. Er konnte wieder weitermachen. Interessant ist, dass sich immer noch viele, viele prominente Politiker,
Künstler, Wissenschaftler sich nicht von ihm abgewandt haben, sondern weiterhin mit ihm Geschäfte gemacht haben oder ihn besucht haben und Geld von ihm angenommen haben. Also er hat ja auch teilweise Wissenschaft finanziert. Ja. Das habe ich auch gehört, dass viele Wissenschaftler auf dieser Insel irgendwie gewesen sind. Genau. Ja, ja, also er hat sie damit angezogen, Nummer eins, dass er Funding bereitstellt, ja, für verschiedene Projekte, die ihn persönlich interessieren. Und Nummer zwei, er hat sie damit gelockt, dass er gesagt hat, ja, dass er ihnen gezeigt hat, dass er mit den mächtigsten und mit den interessantesten Menschen zu tun hat. Und hat sie zu Dinners eingeladen und auf diesen Dinners hat er sie miteinander verknüpft und war dann natürlich eben dadurch wichtig. Ja? Aber wie genau, wer genau, auch das werden wir später. Genau. Okay. So, eins nach dem anderen. Du hast mir noch ein Foto gegeben. Das ist Julie K. Brown, eine Journalistin, die 2018 durch ihren Artikel bei Miami Herald dafür gesorgt hat, dass etwas mehr Licht ins Dunkeln kommt, was Jeffrey Epstein angeht. Ja, sehr spät, 2018, also die erste Journalistin, die es geschafft hat, viele, viele Opfer aufzusuchen. Es sollen mehr als 80 potenzielle Opfer gewesen sein, davon hat sie 8 gehighlightet und hat ein umfassenderes Bild von Epstein in den Fokus gerückt. Und das war alles im Rahmen neuer Ermittlungen, die ab 2016, 2017 losging. The next thing you know, you have, you know, a man that you don't even know, just either following you or knocking or coming into the little, you know, bagel shop where you work and coming and your boss is standing there and it's an official looking man and he said, we need to talk to you. And then it turns out it's a private investigator that's working for Jeffrey Epstein and they want to sit down with you and then they tell you, look, if you basically, they tell you, if you work with us, you'll be fine. And if you don't work with us, then you're not going to be fine. And your family might not be fine. Or your father is followed and he there's headlights in his rearview mirror and he, you know, they run him off the road. I mean, this was really happening with these victims. And the fact that prosecutors knew that it was happening and they didn't do anything to stop it. Is just, I don't even know what the words were for it. I was just so shocked. Daneben müsste man auf jeden Fall einen Fall nennen, der dafür gesorgt hat, dass sehr viel geredet wurde über Jeffrey Epstein, was gut ist. Ja? Mhm. Egal wie geredet wird, es ist gut, wenn darüber gesprochen wird, weil dann andere Leute sich ermutigt fühlen, andere Opfer sich ermutigt fühlen, an die Öffentlichkeit zu gehen und damit ja, diese mächtigen Männer, die sie missbraucht haben, vor Gericht zu ziehen und sie dazu zu bringen, sich zu äußern. Virginia Giuffre wurde im Alter von 15 Jahren bei Donald Trump auf seinem Ressort Mar-a-Lago angesprochen. Sie wurde abgeworben, muss man sagen. Und sie hat dann als ja, Expertin für Massage für Epstein gearbeitet. Sie hat von ihm auch eine professionelle Ausbildung finanziert bekommen und ist mit ihm durch die Welt gereist und wurde reichen, mächtigen Männern zugeführt. Davon spricht sie in der neuen Klage auch gegen Ghislaine Maxwell, die derzeit läuft. Do you know Virginia Roberts? So she's again who? Virginia Roberts. Can you spell it? Common spelling, Virginia, like the state. Can you spell it for me, please? Roberts. How's it, what's the last name? How's it spelled? R-O-B-E-R-T-S, I believe. Isn't it true that you and Ghislaine Maxwell celebrated her 16th birthday with her and had sex with her on that day? Form, compound, confusing, argumentative, and harassing. Sie soll unter anderem auch dazu gezwungen worden sein, Prince Andrew zu dienen. Ja? Mhm. Prince Andrew ist der Sohn von Queen Elizabeth. Dienen? Was heißt dienen? Ghislaine Maxwell hat sie dazu aufgefordert, das für Prince Andrew zu tun, was sie für Jeffrey Epstein tut. Und was Massagen, war das? Massagen? Massagen und darüber hinaus. Ja. Ja? Also alles, was an sexuellen Wünschen von Prince Andrew geäußert wird, soll sie erfüllen. Mhm. Ja?
Und das war eine Phase, in der ihr der Pass weggenommen wurde, in der sie bedroht wurde, eingeschüchtert wurde. Und sie sagt, sie hat aus Angst alles getan, was Ghislaine Maxwell und Epstein von ihr verlangt haben. Mhm. Ja? Also ich glaube, dass die Queen geahnt hat, dass Prinz Andrew nicht ganz sauber ist. Ja? Also er war bekannt als Randy Andy. Mhm. Das heißt, er hat teilweise sogar, es gibt sogar ein Interview davon, vielleicht können wir das hier einspielen. This nickname you have. On this name. Which nickname? I think it's embarrassing. Randy Andy. I'll tell you exactly where that originated from. My second day at public school. You were 14, 15 years old? I'm afraid so. And I was unfortunately caught going through a door in the girls' house saying hello to somebody. And it stuck. Not many people use it nowadays, but I don't think that it actually fits today anyway. Das heißt, das war auch der Zugang zu ihm, den man haben konnte. Oder ja, über diesen Weg konnte man ihn kontrollieren. Und das hat Jeffrey Epstein sehr gut ausgenutzt. Für ihn war Prinz Andrew eine Trophäe, hat er mal in einem Interview gesagt. Mhm. Ja? Also er könne darüber das Königshaus lenken. Und Virginia Roberts hat eben diese schweren Vorwürfe erhoben. Sie hat Bilder vorgelegt. Sie hat Nachrichten vorgelegt. Also Virginia Roberts war diejenige, die eine Klage gegen ihn eingereicht hat und sehr weit gekommen ist. So weit, dass er in seiner Dummheit vor die Presse getreten ist und sich hat zerfetzen lassen in einem Interview, das wir hier einspielen. It would be a considerable stretch to say that he was a very, very close friend. But he had the most extraordinary ability to bring extraordinary people together. And that's the bit that I remember, is going to the dinner parties where you would meet academics, politicians, people from the United Nations. I mean, it was a cosmopolitan group of what I would describe as US eminence. You've been on his private plane. Yes. You've been to stay on his private island. Yes. You've stayed at his home in Palm Beach. Yes. You visited Ghislaine Maxwell's house in Belgravia in London. Yes. So in 2006, in May, an arrest warrant was issued for Epstein for sexual assault of a minor. Yes. In July, he was invited to Windsor Castle to your daughter Princess Beatrice's 18th birthday. Why would you do that? Because I was asking Ghislaine. He was released in July. Within months, by December of 2010, you went to stay with him at his New York mansion. Why? Why were you staying with a convicted sex offender? Now, I went there with the sole purpose of saying to him that because he had been convicted, it was inappropriate for us to be seen together. That was December of 2010. Yep. He threw a party to celebrate his release, and you were invited as the guest of honor. Oh, in 2010, there wasn't a party to celebrate his release in December, because it was a small dinner party. There were only 8 or 10 of us, I think, at the dinner. If there was a party, then I'd know nothing about that. You were invited to that dinner as a guest of honor. Well, I was there, so there was a dinner. I don't think it was quite as you might put it, but yeah, okay, I was there at a dinner, yeah. I'm just trying to work this out, because you said you went to break up the relationship, and yet you stayed at that New York mansion several days. I'm wondering how long... But I was doing a number of other things while I was there. But you were staying at the house of a convicted sex offender. It was a convenient place to stay. Another guest was John Brockman, the literary agent. Now, he described seeing you there getting a foot massage from a young Russian woman. Did that happen? No. You're absolutely sure, or you can't remember? Absolutely sure. So John Brockman's statement is false? Well, I wouldn't, I don't know Mr. Brockman, so I don't know what he's talking about. But that definitely wasn't you getting a foot massage from a Russian girl in Jeffrey Epstein's house? No. So let's go to that Central Park walk, which was snapped. Yeah. Friends of yours suggest that Epstein
wanted that photo taken. Perhaps he'd even set it up. Do you worry that you were being played? Again, new information's coming out since his suicide has made us reappraise that walk in the park. We can't find any evidence, or my staff and my people and I can't find any evidence to suggest that that was what he was doing. I mean, you can look at it in so many different ways. The fact of the matter is that somebody very cleverly took that photograph. One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, yeah, has made allegations against you. She says she met you in 2001. She says she dined with you, danced with you at Tramp nightclub in London. She went on to have sex with you in a house in Belgravia belonging to Ghislaine Maxwell, your friend. Your response? I have no recollection of ever meeting this lady. She provided a photo of the two of you together. Yes. Your arm was around her waist. Yes. You've seen the photo. I've seen the photograph. How do you explain that? I can't. Because in a legal deposition, 2015, she said she had sex with you three times. Once in a London house when she was trafficked to you in Maxwell's house. Yes. Once in New York a month or so later at Epstein's mansion, and once on his private island in a group of seven or eight other girls. No. Do I regret the fact that he has quite obviously conducted himself in a manner unbecoming? Yes. Unbecoming? He was a sex offender. Yeah, I'm sorry, I'm being polite. In the sense that he was a sex offender. Ja, Alter. Das alles hat nichts gebracht. Niemand hat ihm irgendwas geglaubt. Und daraufhin kam es zu einem prozessualen Vergleich. There are reports here in the UK that the number or the sum that they agreed is upwards of around 12 million pounds, which is around $16 million. And here's the thing, Prince Andrew, although he is a prince, doesn't really have access to that kind of money. And the speculation here in the UK is that it's his mother, the Queen, who will pay that bill. Portokasse. Yeah. Yeah. Steuergelder. Mm. Britische Steuergelder. Mm. Das ist David Bowies. Das ist der Anwalt von Virginia Giuffre, beziehungsweise Roberts. Und ich habe mich natürlich gefragt, so, wie kann sie sich diesen Anwalt leisten? Weil das ist schon ein sehr, sehr einflussreicher, mächtiger Anwalt. Mhm. Unter anderem der Anwalt von Al Gore, vielleicht schon mal gehört? Nee. Die unbequeme Wahrheit? Nee. Du bist viel zu jung dafür. aber Al Gore war ein Präsidentschaftskandidat in den USA. Und er ist bekannt geworden durch eine Doku über den Klimawandel. Mhm. Und ich weiß noch, in der Zeit hatte ich Panik. Mhm. Ja, es ging um FCKW, Fluorchlorkohlenwasserstoff. Ja, und er würde ein Loch reißen in das Ozonloch und dann würde die Welt untergehen. Ja. Al Gore war der war der mächtige Politiker, für den er gearbeitet hat. Ja. Und ein sehr enger Freund von David Bowies. Okay. Ja. So, und was auffällt in diesen Gerichtsdokumenten ist, dass er sehr positiv gezeichnet wird. Mhm. Obwohl alle anderen, die irgendwie mit Epstein zu tun haben, die, denen sie begegnet ist, waren immer übelste Monster, aber Al Gore ist es nicht. Mhm. Wo man sieht, okay, es kann sein, dass sie in einem Abhängigkeitsverhältnis einfach ist, weil er pro bono den Fall übernommen hat. Das heißt, sie bezahlt ihn nicht. Seit 2014, also 10 Jahre lang, läuft dieser Fall. Sie klagt gegen Prince Andrew, sie klagt gegen Jean-Luc Brunel, ein Model-Agent. Sie klagt gegen Alan Dershowitz, aber diese Leute werden wir später noch kennenlernen. Und dann klagt sie gegen Jeffrey Epstein. Heute klagt sie, also bis der tot aufgefunden wurde in seiner Zelle. Und heute klagt sie gegen Ghislaine Maxwell. Mhm. Das alles übernimmt er kostenlos. Ich kam dann noch mehr ins Zweifeln, als ich von der Geschichte mitbekommen habe, dass ihm wenige Wochen nach dem Tod von Jeffrey Epstein 2019 ein Hacker, Patrick Kessler, Videos angeboten hat über seine eigenen Erzfeinde, ehemaliger Premierminister von Israel, Ehud Barak, Alan Dershowitz, auch ein sehr einflussreicher Anwalt, seine Erzfeinde. Und er wollte diese Informationen, die ausgedacht waren, die fake waren, benutzen, um sich zu bereichern
aber auch um in Israel eine Wahl zu beeinflussen. Mhm. Netanyahu damit zu stärken und seinen Kontrahenten Ehud Barak zu schwächen. Seitdem ich weiß es seit heute Morgen, bin ich sehr, sehr kritisch ihm gegenüber. Aber das ist eben das Einzige, was wir haben, dass über diesen Fall weiter geredet wird, ist diese Klage gegen Epstein. Mhm. Ja? So, man muss aber eine Sache zu den Gerichtsdokumenten sagen. Die Anwälte, die gerade gegen Maxwell vor Gericht stehen und im Namen der Opfer sprechen, versuchen, so viel es geht, auch an die Öffentlichkeit zu befördern. Ja? Das Problem ist aber, sie müssen für fast jeden einzelnen Satz kämpfen. Ja? Dass der nicht geschwärzt wird. Mhm. Und dass er für die Veröffentlichung freigegeben wird. Das heißt, die sagen, der Fall wird für sie, aber auch für die Öffentlichkeit immer intransparenter. Und man muss sich schon die Frage stellen, wie es sein kann, dass trotz des Todes von Epstein 2019 die Zeugen immer noch in Angst leben, immer noch eingeschüchtert werden und auf mysteriöse Weise sterben. Und da gucken wir uns jetzt ein paar Beispiele an. Das ist Ruslana Kurschunova, ein Model, das häufig auf der Insel Epsteins war. Und sie soll 2008 Suizid begangen haben, indem sie vom Balkon ihres Apartments in Manhattan 9 Stockwerke in die Tiefe gesprungen ist. То есть вы считаете, что она не выпала из девятого этажа, а проходила и её сбили машину? Чтобы выпасть оттуда, вообще нужно было реально видеть и тот дом, и то расстояние, на котором она находилась. Сейчас видим этот дом. Первые полицейские, которые приехали, они первое, что им пришло в голову, то они искали на противоположной стороне. Самое простое, что если она это сделала сама, тогда ничего не надо делать, абсолютно. Ничего не надо делать. При всем при том, что это Манхэттен, при всем при том, что это финансовый район дорогой, да, не нашлось ни одной камеры, которая бы могла зафиксировать. Это был день, нет ни одного свидетеля, который бы что-то видел и мог бы прояснить ситуацию. Причем та камера, которая смотрела на дорогу, с нее показания никто не снял. Вообще. Для чего это делается? Как будто бы сознательно кто-то убирает все свидетельства, что ли? Das ist Wendy Lay, eine Journalistin, die 2016 im Alter von 65 Jahren durch einen Sturz vom Balkon ihrer Londoner Wohnung gestorben ist. Über ihn haben wir schon gesprochen, das ist Joseph Ricari. Er ist ein Polizist aus Palm Beach, da wo Epstein eben gewohnt hat. Er hat die ersten Ermittlungen geleitet. Er soll dann mit einer dicken Akte, ja, soll er vor der Grand Jury ausgesagt haben. Aber er sagt, die haben sich nicht wirklich für die Beweise interessiert. Hm. Ja, das war ja dann auch der Plea Deal, der Sweetheart Deal wird er genannt, also der Vergleich, den dann Epstein bekommen hat und dann nach 18 Monaten wieder freikam. Ja. Man hat sich da nicht wirklich darum gekümmert, zu erfahren, was da wirklich vor sich ging. Was war seine Todesursache? Seine Todesursache offiziell Brief Illness, also kurze, plötzliche Krankheit auch. Mhm. Ich glaube, dass er durch die ersten Ermittlungen auch in seiner Villa sehr viele Beweise sammeln konnte, die vielleicht durch seinen Tod auch für immer verschwunden sind. Hm. Das ist Steve Bing, ein Investor, der gehörte zum sogenannten Billionaires Boys Club von Bill Clinton, unter anderem mit Jeffrey Epstein. Es gibt so eine Modemarke, die heißt so Billionaires Boys Echt? Club. Ja, ja. Mhm. Aber so wird auch der Club um Bill Clinton genannt, von reichen, mächtigen Leuten, die ihm geholfen haben. Okay. Ja. Steve Bing starb im Alter von 55 Jahren durch einen Sprung aus dem 27. Stockwerk seines Luxus-Apartments in Los Angeles und er sei depressiv gewesen. Offizielle Todesursache? Suizid. Hm. Ja. Another one. Das ist Ashley Haynes. Man weiß nicht so viel über sie. Man weiß nur, dass sie eine enge Vertraute von Clintons Berater war, Mark Middleton, der in diesem Epstein-Fall immer wieder vorkommt. Also Mark Middleton war derjenige, der
immer wieder mit Trump im Lolita Express im Privatjet von Epstein geflogen ist oder eben mit Bill Clinton. And word coming in about an hour ago, the police in Maumelle are ending the active search for Ashley Haynes, a woman who went paddleboarding on the Arkansas River Wednesday and hasn't been seen since. Wir erwähnen sie eigentlich vor allem, weil die Nähe der Suizide sehr interessant ist. Ja? Also wenige Monate, nachdem sie im Arkansas River gefunden wird, mit einem Verlängerungskabel um die Knöchel geknotet, an einem Betonblock befestigt, wird er bei sich zu Hause gefunden. In dem ersten Bericht des Officers, der vor Ort war, gab es keine Waffe, die gefunden wurde in seiner Nähe, aber er mit einer Schusswunde. Und im zweiten Bericht hieß es, ja, es gab eine Waffe, die war aber 9 Meter entfernt von ihm. Mhm. Also wie es zu diesem Suizid gekommen sein soll, können sich viele nicht erklären. Und wieder wurde gesagt, ja, der sei depressiv gewesen und deswegen passt das alles. Offizielle Todesursache, Suizid. Das ist Jean-Luc Brunel, ein Model-Agent, der für Epstein Frauen beschaffte. Und auch durch die Gerichtsdokumente jetzt aus der Klage gegen Ghislaine Maxwell wieder etwas bekannter wurde. Jean-Luc Brunel hat Epstein immer wieder eben mit jungen Mädchen auch beliefert. Zum Beispiel gibt es eine Notiz, die er an Epstein schreibt. Ja, ich habe da jemanden für dich. Und sie ist 2x8 Jahre alt, schreibt er. Der soll sich angeblich kurz bevor das Verfahren gegen ihn anfing, in der Untersuchungshaft erhängt haben. Ja. Und da sagen viele, jemand hat ihm geholfen. Ja. Zumindest, ja. Er wusste natürlich sehr, sehr viel. Er hat nie ausgesagt. Es wäre natürlich spannend gewesen zu hören, was der zu sagen hat oder was der alles weiß. Das ist Stephen Hoffenberg. Das war ein langjähriger Geschäftspartner von Jeffrey Epstein. Und der ist auch ein verurteilter Betrüger, angeblich. Er behauptet, dass er kein Betrüger ist, sondern der eigentliche Architekt des Betruges war Epstein. Er kam aber wieder einmal davon. Und zwar ging es um ein Ponzi-Scheme. Ich werde später erklären, was es ist, wenn wir dann an der Stelle sind in der Biografie von Jeffrey Epstein. Auf jeden Fall wurde Stephen Hoffenberg zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wegen Betruges. Und er wurde 2013 erst entlassen. Also man muss sich mal vorstellen, wie das für jemanden ist, der eigentlich weiß, dass er nicht der einzige Betrüger ist, sondern es gibt da jemanden, der seinen Mund hält, der irgendwie davon kommt. Und dann kommst du raus und was machst du? Er hat Folgendes gemacht, er hat Epstein verklagt. Ja? Mhm. Er wollte ihn um Entschädigung verklagen, er kam damit nicht durch. Warum kam er nicht durch? Weil er sich umgebracht hat. Ja, also die Klage hat geendet 2019 und Hoffenberg hat sich gedacht, jetzt fange ich an auszupacken. Mhm. Er hat jahrelang, also 3 Jahre lang in verschiedenen Dokus, in Büchern, in Podcasts hat er ausgesagt und sehr, sehr spannende Sachen erzählt. Maria Farmer, ein Opfer von Epstein, hatte regelmäßigen Kontakt zu Hoffenberg und die hatten so eine Telefonfreundschaft entwickelt, ja. Und sie hat ihn fast jeden Tag angerufen und plötzlich ging er nicht mal ans Telefon. Und sie hat sich Sorgen gemacht. Und dann, the medical examiner's office is still working through that process right now. Apparently, though, the condition of the body is making the identification process more challenging than it normally would be. But again, Derby police officers tell us that the evidence that they've gathered so far indicates that the person who was found dead inside that apartment here in Derby is, in fact, Stephen Hoffenberg, a former associate of Jeffrey Epstein. Es ist nur so, dass der Zeitpunkt natürlich interessant ist, weil er gerade dabei war, alles auszupacken und wirklich sehr prominent wurde dafür. Ja. Diese Tode waren auch gleichzeitig Exempel, die man statuiert hat. Ja. Also man hat dafür gesorgt, dass diejenigen, die auspacken, Angst haben, wirklich Angst haben, auch nach dem Tod von Epstein. Und es zeigt ja auch, dass die ganze Sache viel größer ist als Epstein. Gerade so ein Fall, irgendwie Füße zusammengewickelt, Betonklotz, ja, so Mafia-Methoden eigentlich. Ja, ja.
Das ist ja das eine, ja, dass es Leute gibt, die auspacken. Das andere ist, wo sind die Beweismittel eigentlich alle? Ja, also Polizisten haben einige Razzien durchgeführt. Das FBI hat Razzien durchgeführt. Wo sind all diese Tapes, die sie gefunden haben? Ja, es gibt Bilder davon. Bei einer Razzia hat man zum Beispiel diese Fotos hier geschossen. Ja. Das heißt, es gab Tapes, es gab Festplatten, es gab CDs. Und es sind nicht nur diese Bilder, sondern es gibt viele Leute, die sagen, wir haben sie mit unseren eigenen Augen gesehen, dass es eben Tapes gab, wo mächtige Männer, die dort waren und Mädchen missbraucht haben, sie aufgezeichnet wurden. Also es scheint so zu sein, dass Epstein vorab wusste, bevor es zu diesen Razzien kam, dass da jemand kommen würde, ja, um Beweise sicherzustellen. Und er hat Zement-Truck bestellt, er hat sich Zement bestellt, er hat die Tunnel zugemacht auf seiner Insel, er zum Beispiel Dokumente gelagert hat. Können wir auf die Insel später nochmal genauer eingehen? Oder? Wir können auch zusammen auf die Insel gehen vielleicht. Ist es interessant zu sehen, dass die Beweise, die sichergestellt wurden, dass sie nie an die Öffentlichkeit kamen, das hat ja Gründe. Ja? Er hat sich auch Schredder bestellt, große Maschinen, hat Dokumente geschreddert ohne Ende. Das heißt, viele Beweise werden wir vielleicht nie sehen, aber es gibt Behauptungen, dass eben viele dieser Aufzeichnungen auch digital gesichert wurden, auf Servern gesichert wurden. Und es gab Leute, wenn es Server gibt, gibt es auch Administratoren. Ja, das heißt, es gibt Techniker, ITler, die Zugriff hatten, die vielleicht heute noch Zugriff haben, die aber Angst um ihr Leben haben, es öffentlich zu machen. Es gibt aber auch viele Fakes, ja. Also es gibt da einen Journalisten, einen Autor, dem ich schon Glaubwürdigkeit zuschreiben würde, und das ist Craig Unger. Und der sagt, er hat diese Tapes mit seinen eigenen Augen gesehen. And the Epstein operation, there's still many, many unanswered questions about it. But I did get in touch with a man named John Mark Dugan, who had been deputy sheriff in Palm Beach County when the Palm Beach sheriff's office was investigating Jeffrey Epstein. And during that investigation, they collected hundreds and hundreds of videotape of sex acts that were secretly recorded on Epstein's premises. John Mark Dugan was sort of the bad boy of the sheriff's department, and he either quit or was fired after a dispute. But he kept in touch with friends there, and one of them asked him to keep for safekeeping. And this is what Dugan himself told me. Digitized videos of over 400 sex acts that were taped on Epstein's premises, and oh my God, John Mark Dugan soon fled after getting those, fled Florida first for Canada, and then he got the first flight he could to Moscow, and took with him. Or so he told me, these hundreds and hundreds of sex tapes. I tracked him down by phone in Moscow, and we had a long talk. The other interesting thing was when I went to Dugan's Facebook page, I found photos of Dugan sitting in what appeared to be a business setting with a man named Pavel Barodin. Pavel Barodin is someone who's probably not familiar to most of your listeners. I don't think so. But he's a very powerful in Putin's administration in Russia. He has oversight of all of Russia's publicly held properties. And when you see John Mark Dugan with this guy, the inevitable conclusion is Dugan selling them these sex tapes? Is that what's really going on? That's speculation on my part, but I did see one of the sex tapes, this raises an awful lot of questions. Also es gab schon Leute, die von diesen Tapes wussten. Ja, also Epstein und Maxwell haben teilweise sogar bei den engsten Freunden geprahlt. Ja, dass es zum Beispiel Tapes von Clinton gibt, dass es Tapes von Trump gibt. Und da gibt es einen Journalisten,
Das ist Ira Rosen, der ist Produzent bei CBS, amerikanischen Fernsehsender. Und er soll 2016 bei der Präsidentschaftskampagne von Trump und von Clinton, soll er Ghislaine Maxwell gefragt haben. Ja? Mhm. Du hast doch mal vor diesen Tapes erzählt, kannst du da nicht was rausrücken, um der einen oder anderen Seite zu schaden? Und dann haben Ghislaine Maxwell zu ihm gesagt, ja, die gibt es, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Und dadurch wurde zum ersten Mal deutlich, ja, es gab diese Tapes. Ja? Sie könnte auch nur bluffen. Also Fakt ist, dass es aufgezeichnet wurde. Fakt ist auch, dass die bei ihm in der Villa waren. Das ist Fakt. Dass die das aufgezeichnet, es gibt ja die... Ja. Fakt ist, dass dort aufgezeichnet wurde, in jedem Raum. Ja. Dass dort Frauen ein- und ausgingen, dass sie diesen mächtigen Politikern dienen. Ja. Verstehst du, das alles weiß man ja. Und dann kann man schon darauf ausgehen, dass das stimmt. Macht Sinn. Ja? Ja. Und es gibt auch weitere Leute. Wie gesagt, ich habe Craig Unger gehabt. Es gibt aber auch weitere, die sagen, wir haben das mit unseren eigenen Augen gesehen. Ja, wir wissen aber nicht, wo diese Tapes sind. Mhm. Es gab große Vorwürfe gegen Epstein und Trump. Es gab sogar eine Klage, die gegen beide gerichtet war. Die wurde aber dann zurückgenommen. Und es gab Opfer, die eine Aussage gemacht haben und sie dann wieder zurückgenommen haben, weil sie sich nicht anlegen wollten. Wobei Trump, so wie ich mich jetzt irgendwie so oberflächlich mit dem Fall auseinandergesetzt habe, war Trump immer so präsentiert worden, dass er irgendwie noch so einer der Prominenten war, die sich gegen Epstein irgendwie gestellt haben. Es gab diese Story, er hätte ihn irgendwie aus seinem Club verwiesen, irgendwie hätte ihn da rausgeschmissen, irgendwie sowas, ich weiß. Presidents Trump and Clinton have quickly moved to put some distance between themselves and Epstein. I had a falling out with him a long time ago. I don't think I've spoken to him for 15 years. I wasn't a fan. He has not spoken to Epstein in well over a decade and has never been to Little St. James Island, Epstein's ranch in New Mexico, or his residence in Florida. Flight logs obtained indicate that former President Bill Clinton was on Epstein's private jet at least 26 times between 2001 and 2003. Ich muss sagen, ich habe das auch am Anfang angenommen. Natürlich gab es Veröffentlichungen darüber, dass er 27 Mal auf der Epstein-Insel war. Ja. Dass er in der Nachbarschaft war, dass sie sich häufig gesehen haben, dass sie viele Jahrzehnte miteinander befreundet waren. Aber es gab dann auch die Geschichte, dass die im Streit waren, ab einem gewissen Punkt. Okay. Dass die sich entfremdet haben voneinander. Und wo ich dann ins Zweifeln kam, was die Person Trump angeht, war, als ich mir in der Recherche angeschaut habe, welche Leute Trump in seiner Ära als Präsident eingesetzt hat, um ihn straf zu verfolgen. Das waren alles Leute, die mit ihm in irgendeiner Weise, also mit Epstein, verbandelt waren. Mhm. Ja? Also ich verfolge diesen Fall sehr intensiv seit 2019. Weißt du, was 2019 passiert ist? 2019 war das Jahr, wo Jeffrey Epstein tot in seiner Zelle aufgefunden wurde. Genau. Und ich glaube, dass viele an diesem Tod gemerkt haben, an diesen Todesumständen, dass das eine größere Sache ist. Weil es wurde viel darüber berichtet, es könnte sein, dass er getötet wird, weil es gibt viele Leute, die ihn tot sehen wollen, weil der weiß zu viel. Ja, da wurde es irgendwie so shady. Da wurden Leute irgendwie so aufmerksam und gedacht, ja, wurde der jetzt irgendwie umgebracht von irgendwem. Genau. Ja. Aber davor gab es schon Gerede, weißt du? Aber das war nicht irgendein Gefängnis, in das Jeffrey Epstein im Juli 2019 kam. Es war das Metropolitan Correctional Center, wo er 24 Stunden am Tag beobachtet wurde. Es gab Kameraüberwachung, es gab Sicherheitsleute, es gab Wachen, die darauf geachtet haben, dass er sich zum Beispiel nicht das Leben nimmt, ja, weil man wusste, dass die Gefahr besteht. Mhm. Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, dass Epstein im Knast war davor. Für eine ganz kurze Zeit, 18 Monate, dann kam er frei, das war lächerlich. Mhm. Ja. Da hat er aber noch Ausgang gehabt. Jetzt war das sehr schwer für ihn. Du musst dir vorstellen, jemand, der alles Geld der Welt hat, der Möglichkeiten hat, der seine Freiheit genießt, dem wird die Freiheit genommen. Diese Zelle war krass. Ja? Wieso ist er überhaupt in dieses Gefängnis gekommen dann? Also gab es dann eine weitere Anklage? Oder? Genau, es gab ab 2016 wieder neue Vorwürfe und diesmal konnte man ihn nicht davon gehen lassen. Aha. Weil das letzte Mal hatte das zu einem großen Skandal geführt, als dieser Generalstaatsanwalt
ihn davonkommen lassen hat mit einem Vergleich mit 18 Monaten. Ja. So. Und nochmal wäre zu auffällig. Ja, wäre zu auffällig gewesen. Obvious, ja. So, und diesmal war es aber so, man hat ihn inhaftiert, man hat ihn in eine Zelle gepackt. Er hat sich natürlich auch allein gefühlt. Ja? Warum hat er sich allein gefühlt? Weil, klar, die Leute hatten keinen Bock auf den, ja. Er war jemand, der nicht sich Freunde gemacht hat hinter Gittern. Die Wärter haben ihn gehasst, seine Mitinsassen haben ihn gehasst. Er hat sich die Zeit damit verbracht, dass er, weil er eben viel Geld hatte, hat er von morgens bis abends Treffen mit seinen Anwälten gehabt. Mhm. Ja, hat sich beraten lassen. Hat die bezahlt dafür, dass sie einfach Zeit mit ihm verbringen. Und dabei haben die Pläne geschmiedet, wie sie zurückschlagen. Er war sehr stabil. Er hat sich immer optimistisch gezeigt, dass er da rauskommt. Am 10. August 2019 gehen die Wachen früh morgens 6.30 Uhr in seine Zelle und sehen folgendes Bild. Guck dir das an. Jemand, dem man all diese Bettlaken nie hätte geben dürfen. Da liegen Kabel rum. Da war eine Maschine zum Einschlafen, zur Beatmung, die er brauchte. Hätte er auch nicht haben dürfen. Und er soll kniend gefunden worden sein, mit einem Bettlaken um den Hals. Also das Teil hier war um seinen Hals geschnürt. Wir sehen hier das Hochbett. Und er soll von diesem Hochbett gesprungen sein, sich gehängt haben, was absurd ist. Er müsste so bleiben, nicht aufstehen, obwohl er denkt, er erstickt gleich, nicht seine Beine so machen und dann so dann verenden. Ja, es gibt eine ganze Masse an Unstimmigkeiten, ja, bei der ganzen Sache. Auf die komme ich jetzt nach und nach zu sprechen. Wo waren die Wachen? Wo waren die Wachen, die alle 15 Minuten nach ihm schauen sollten? Die sollen nicht einmal 5 Meter von ihm entfernt gewesen sein. Das heißt, die müssten ihn hören eigentlich. Mhm. Ja? Aber sie sollen in der Zeit eingeschlafen sein. Die Kameras sollen dann auch nicht funktioniert haben in der Zeit. Dann, was auch rauskam, ist, dass die Zellentüren der Mitinsassen teilweise offen waren. Mhm. Ja? War der da allein in der Zelle? Oder? Ja, gute Frage. Er war hier allein in der Zelle, nachdem er verlegt wurde. Und was war passiert? Und das erkläre ich dir jetzt. Und zwar wenige Monate vorher gab es einen angeblichen Selbstmordversuch. Mhm. In seiner Zelle war ein Schwerverbrecher, jemand, der viele Morde begangen hat. Tartaglione killed 4 men in April of 2016. Martin Luna was strangled, targeted for a $200,000 drug debt. 2 of his nephews and a friend were with Luna and allegedly shot dead to stop them from talking. Their bodies were found buried at an Orange County farm rented by Tartaglione. Tartaglione war ein ehemaliger Polizist, der wegen vierfachen Mordes hinter Gittern war. Er hat auf seine Todesstrafe gewartet, ja, oder auf lebenslange Haftstrafe. Was war passiert? Plötzlich ruft dieser Tartaglione die Wächter und sagt, der Herr hat sich hier versucht, gerade umzubringen. Mhm. Und die sind dann reingestürmt, haben ihn rausgezogen, haben ihn auf den Boden geworfen und er lag in der Fötusstellung und war nicht ansprechbar, er war blau angelaufen. Das haben seine Anwälte zum Beispiel gar nicht verstanden, weil der immer so positiv war. Mhm. Ja? David Schön, seinem Anwalt, soll Tartaglione derjenige gewesen sein, der ihn angegriffen hat. Now, there's new focus on the suicide attempt Epstein made weeks before he died. Video of the cell exterior where Epstein first tried to end his life was sent to federal investigators and restored last week. But on Thursday, prosecutors said it's the wrong video. In a letter, federal prosecutors said the jail inadvertently preserved video from the wrong tier at the jail. And as a result, video from outside the defendant's cell no longer exists. Also, es wurde öffentlich verbreitet, es gab einen Selbstmordversuch davor. Ja. Und durch diesen Selbstmordversuch kam er dann in eine andere Abteilung und das war diese Zelle. Ja? Mhm. Diese Zelle, die von außen zugänglich ist, dass die Wachen immer noch 15 Minuten prüfen können, ob er noch am Leben ist, ob alles gut ist. Sie haben davor gesessen in dieser Nacht eben und die sollen die Protokolle gefälscht haben. Sie sollen in der Zeit
auch gesurft haben und nach Möbeln gesucht haben. Da gab es dann verschiedene Berichte darüber. Und diese Wachen wurden natürlich später vor Gericht gestellt, kamen dann sehr überraschend durch einen Vergleich. Man weiß nicht, was sie an Informationen angeboten haben dafür, aber sie kamen frei. Also mir ist das jetzt immer noch ein bisschen unklar. Mhm. Er kam in dieses Gefängnis, ja. Nachdem es dann wieder Ermittlungen gegen ihn gab. Ja. Und das war die erste Zelle, in der er gesessen hat? Nein. Das war die zweite Zelle? Die zweite Zelle, nachdem er diesen Selbstmordversuch hatte. Ja, okay. Nachdem er in der Zelle saß mit diesem Mann mit dem schwierigen Namen. Ja. Okay. Okay, und das sind die Spuren seines angeblichen Selbstmordversuchs. Ja, wir werden uns aber auch ein paar Autopsiebilder anschauen, weil es gibt natürlich noch mehr Unstimmigkeiten. Aber eine Sache ist wichtig, das ist nicht irgendein Gefängnis. Hm. Da saßen Leute wie O.J. Simpson, wie Bernie Madoff, wie El Chapo. Da sind die Sicherheitsstandards sehr, sehr hoch. Trotzdem gibt es einen Bericht mit hunderten Fehlern, die stattgefunden haben sollen. Waren da keine Wachen? Die Wachen waren ja eingeschlafen, angeblich. Ja. Und das. Ja. Das und danach, als sie aufgewacht sein sollen, sollen sie eben die Protokolle gefälscht haben. Aha. Und die Kameras haben auch nicht funktioniert in der Zeit. Ja. So. Auf jeden Fall, man hat, egal was da war, man hat dem Raum gelassen. Ob der jetzt sich umbringen sollte oder ob er umgebracht wurde, man hat dafür gesorgt, dass es günstige Bedingungen gibt. Einfach. Mhm. Ja? Als die Rettungskräfte angekommen sind in seine Zelle, haben die versucht, ihn wiederzubeleben. Ja? Aber die wussten sofort, der Typ ist schon tot, haben ihn dann mitgenommen zum Krankenhaus und dort wurde er für tot erklärt. Und jetzt ist interessant, es gab eine Autopsie, aber diese Autopsie wurde nicht geteilt mit den Familienmitgliedern. Und das war Mark Epstein, dem Bruder von Jeffrey Epstein, sehr suspekt. Und er hat diese Autopsie angefordert. Das Einzige, was er bekommen hat, ist ein Todeszertifikat, wo ganz klar gesagt wurde, es war Suizid. Er wollte dem nicht glauben. Die Autopsiebilder oder die Autopsie-Ergebnisse hat er nicht bekommen, obwohl er die mehrfach angefragt hat. Man hat ihn immer wieder vertröstet, bis er eben gesagt hat, das lasse ich mir nicht bieten, ich will endlich antworten. It makes no sense for him to have committed suicide, especially the way they're trying to describe it. There's so many inconsistencies in the Justice Department report as compared to the facts that anybody with half a brain has to question, you know, why this is being covered up. Mark Epstein, der Bruder von Jeffrey Epstein, hat dann privat einen Pathologen beauftragt, einen der besten Pathologen, die es in Amerika gibt, Dr. Michael Baden. Und der sollte seine eigenen Untersuchungen vornehmen an der Leiche. Und der kam zu dem Schluss. Der durfte dann wirklich die Leiche untersuchen. Ja, und er durfte die Leiche untersuchen. Und er kam zu diesem Schluss. What stood out to me the most was that the ligature mark was made after a few hours. He'd been dead for a few hours at the time he was discovered. And that there were multiple fractures of the Adam's apple, the thyroid cartilage and the thyroid and the hyoid bone that are more indicative of a homicidal strangulation than a suicidal strangulation. So in 1,000 cases that you've reviewed in the New York State prison system since Attica, right, you've never seen a three bone fracture in a suicide. In a suicide, that's correct. Normalerweise hätten diese Wunden weiter oben sein müssen. Weil überleg mal, wenn du dich erhängst, rutscht der Strick sozusagen hier nach oben. Mhm. Ja, du hängst mit deinem ganzen Körpergewicht dran. Das sieht nach Strangulation aus. Mhm. Darauf kam eben Michael Baden und er hat auf die Brüche hingewiesen, das haben wir gerade gehört in dem Video. Diese Brüche sind sehr, sehr untypisch für einen Selbstmord durch Erhängen. Und das sagt einer der renommiertesten Forensiker des Landes. Dem wurden natürlich kritische Fragen gestellt. Ja, du wirst doch von Mark Epstein bezahlt, da gibt es doch vielleicht ein Interesse. Aber dann hat er gesagt, ja, aber wenn man danach geht, ich werde ständig entweder vom Staat
vom Staatsanwalt, ja, aufgefordert, eine Untersuchung vorzunehmen. Ich werde vom Staat bezahlt, da fragt mich das niemand. Die haben ja auch ein Interesse. Ja. Er meinte, mir geht es darum, an die Wahrheit zu kommen, und für mich ist das eine klare Sache. Und dann kamen weitere Pathologen und haben ihn bestätigt. Also die meisten Anwälte, die ganz nah an Epstein dran waren, entweder auf seiner Seite oder auf der Gegenseite, waren davon überzeugt, dass das kein Selbstmord war. Außer ein Anwalt, und zwar Alan Dershowitz. Eine ganz miese Type, ja, der wird immer wieder vorkommen. Gegen ihn gibt es Vorwürfe seitens Virginia Giuffre, dass er sie missbraucht hat, mehrfach auf Drängen von Epstein. Er leugnet das. The accusation is categorically totally false. I have never touched, flirted with another woman other than my wife during the entire relevant period of time. The reason I could fight back, unlike some other people like Prince Andrew, for example, I have nothing to hide. I have never done anything wrong sexually in my life with anybody. I don't know who Jeffrey Epstein is. He was very, very, I didn't even want to meet him initially, but Lady Rothschild assisted. And then some people at Harvard said they wanted me to put together some people to attend a seminars of his. And I did that. I think I know for relative certain that he was not an asset. He was certainly not an Israeli intelligence asset. I don't think he was an American intelligence asset. Und was war mit Ghislaine Maxwell in der Zeit, wo das alles gelaufen ist? Also, als die Vorwürfe gegen Epstein immer konkreter und klarer wurden, hat sie versucht, ihr eigenes Ding zu machen. Sie hat sich natürlich so geframed, als sei sie nur die Assistentin gewesen. Hm. Also eine Art Opfer. Sie hat zusammen mit einer Freundin Laura Goodman, sie hat alles dran gesetzt, sich als Opfer zu framen. Das macht sie ja bis heute. Aber Laura Goodman ist eine Freundin von Maxwell, die versucht, folgendes Narrativ zu verbreiten. She's a victim of Jeffrey Epstein, okay? He would not let her leave. She tried many, many times. In what way would he not let her leave? Okay, because there were things that he had on her that if she had left in an angry way, would have destroyed her life earlier. Und Ghislaine Maxwell hat versucht in der Zeit, ja, sich neu zu framen, ja, ihr Image aufzupolieren, hat ein Projekt zur Meeresrettung gegründet, hat Reden gehalten vor den Vereinten Nationen, was so irre ist. Man kann sich das, also wir können uns das mal kurz angucken. Mhm. First of all, Your Excellencies, Presidents, Lords, Ladies and Gentlemen, I just would like to thank you so much, and it's such an honor to be here. I'm here representing civil society. My passion for the ocean, for those of you, there's a slideshow going up there, so you don't just have to hear me, you can see the pictures as well, started when I was a little girl. I grew up watching Jacques Cousteau on TV and became mesmerized with the oceans. It led to me becoming a deep worker submersible pilot. And ultimately, on one of my first dives, when I went down expecting to see a fish, I switched on the lights at the bottom of the ocean and saw a plastic hanger. It was in that moment, actually, that I decided that I really wanted to focus my attention on the ocean. Also sie hat vor den Vereinten Nationen gesprochen und hat sich so dargestellt, als wäre sie die große Philanthropin, die sich für die Meere einsetzt und für die Tierwelt und so weiter. Ihre Familie versucht ja bis heute, dieses Image übernehmen zu lassen, und zwar, dass sie sehr viel Gutes getan hat. Die Website heißt Real Ghislaine. Man kann sich die anschauen, und dort sieht man eben alle Errungenschaften zur Weltverbesserung von Ghislaine Maxwell. An dem Tag, wo Jeffrey Epstein tot aufgefunden ist, ist Ghislaine Maxwell untergetaucht. Ja, sie wurde gesucht. Es gab dann irgendwann auch einen Haftbefehl. Es wurde ganz lange nach ihr gesucht, sie wurde nicht gefunden, weil viele davon ausgehen, da sie ja sehr viele Verbindungen in die Geheimdienste hinein hatte, dazu kommen wir später, wusste sie ganz genau, wie man sich versteckt. Ja? Und sie wurde dann 1,5 Jahre später gefasst. Sie hat anscheinend sehr viel in Angst gelebt, dass sie getrackt werden könnte, und ihr Handy war in Alufolie gewickelt. Und sie war in einem ziemlich abgelegenen Haus untergetaucht,
und man hat sie festgenommen und sie kam in Untersuchungshaft. Was mit ihr geschah, das dazu mehr in Teil 2. Wann fühlt sich langsam? Ja. Was kommt jetzt? Bevor wir weiter in den Kaninchenbau einsteigen, sollten wir vielleicht mal schauen, wie die Anfänge von Jeffrey Epstein aussahen. Wo kommt er eigentlich her? Erstes Bild. Es ist ein bemerkenswertes Gesicht, ja. Bemerkenswertes Gesicht. Ja, irgendwie so ein so volles Gesicht, ne? Irgendwie schon, ja. Irgendwie kräftiges, komisch. Ja. Komisches Gesicht. So, Jeffrey Epstein wird im Januar 1953 als Sohn von Seymour Epstein und Paula Stolofsky in Brooklyn, New York geboren. Alles ganz mittelständisch einfach. Mutter ist Hausfrau, Vater ist Landschaftsgärtner für die New Yorker Parkverwaltung. Mhm. Bei den Eltern war Bildung sehr wichtig und sie wollten, dass ihre Söhne, also Jeffrey Epstein und Mark Epstein, dass sie es schaffen, in die Oberschicht aufzusteigen, durch Bildung. Und er wird von ihnen zur Lafayette High School in Coney Island geschickt und dort wird klar, dass er künstlerisch begabt ist und er kommt auf die Kunstakademie Interlochen International Center for the Arts und später wird auch dieser Kunstakademie große Spenden machen und er bekommt sogar eine eigene Loge und kann zum Beispiel Stipendien vergeben und herausragende Studenten sozusagen fördern. Mhm. Man geht davon aus, dass er nicht nur andere rekrutiert hat, sondern er selbst vielleicht in der Zeit rekrutiert wurde. Darüber, dass man besondere musikalische Talente in ihm gesehen hat. Und da gibt es dann... War in erster Linie eine Musikschule oder waren es verschiedene Künste? Verschiedene Künste, okay. Ja. Aber er war im Bereich Musik, okay, sehr stark. Und er soll grandios gewesen sein im Piano spielen, aber auch Cello zum Beispiel. Also wir sind jetzt 1968, er ist auf der High School, die ich am Anfang genannt habe, Lafayette High School, und er überspringt 2 Klassen im Alter von 16 Jahren und danach geht er auf 2 private Unis. Ja, er studiert Physik und dann Mathematik und bricht aber das Studium ab und er verlässt diese Unis ohne Abschluss. Ja, als Student gibt es ein paar Jahre ab 1971, wo man nicht so viel weiß über ihn. Man kann aber darauf schließen, durch ein paar Interviews und Zeugenaussagen darüber sozusagen, wo er gesehen wurde. Ja? Und er hat auch ein bisschen darüber selbst erzählt, so ganz oberflächlich, dass er durch Europa gebackpackt ist. Ja? Mit seinen Freunden. Und er ist in dieser Zeit nach London gekommen, wo er behauptete, auf die Cellistin Jacqueline Dupré gestoßen zu sein. Und er wird auch sagen, ich habe in ihrem Vorprogramm Piano gespielt, ja, und er soll dann ihre Kontakte in die High Society genutzt haben, um sich besser zu vernetzen. Die Schirmherrin von Jacqueline Dupré, der Cellistin, war Queen Elizabeth. Epstein soll durch Jacqueline die Kontakte zur Königsfamilie aufgebaut haben und insbesondere zu Prinz Andrew, dem Sohn der Königin. Nicht nur das, er soll auch diese Kontakte gepflegt haben über jemanden, den er kennengelernt hat durch Jacqueline Dupré, und zwar James Goldsmith. Goldsmith ist ein bekannter Tycoon aus einer jüdischen Bankiersfamilie, die schon ziemlich berühmt und berüchtigt ist, weil sie auch sehr eng verwoben ist mit der Rothschild-Familie. Und er kommt in die Nähe von vielen Adligen und zum britischen Königshaus und nutzt eigentlich sein Leben lang diese Kontakte. Und in dieser Zeit spielen eben die jüdischen Communities in Großbritannien eine wichtige Rolle. Ja, also er kann durch sie sehr viele Kontakte in verschiedene Richtungen knüpfen. Viele große, mächtige, reiche Familien. Und diese Kontakte nutzt er dann auch bis zum Ende seines Lebens. Ich hebe die jüdische Abstammung in dem Zusammenhang nur hervor,
weil ich darauf aufmerksam machen will, dass es um Communities geht. Und er nutzt die Zugehörigkeit zu dieser Abstammung, um an andere heranzukommen, die sehr einflussreich und mächtig sind in dieser Sphäre. Diesen Societies, oder? Genau. Auch wenn Epstein Studienabbrecher ist, er soll dadurch aufgefallen sein, dass er besondere mathematische Fähigkeiten hatte. Ja? Und er wird überraschend, muss man sagen, angestellt als Hilfslehrer, als Dozent an einer renommierten Schule. Als Studienabbrecher. Ja, an einer Uni, muss man sagen, an einer Privatuni, die Dalton School. Aha. Also er wird hier Dozent für Mathematik und Physik. Und es gab natürlich viel Gerede, viele Diskussionen darüber, wie konnte er es schaffen? Ja, wie konnte da reinzukommen? Ja, wie konnte ein Studienabbrecher Dozent werden? Ja. Und die einzige Erklärung, die Sinn macht, auf die ich gestoßen bin, ist eben Donald Barr. Donald Barr ist der Direktor dieser Schule gewesen, und er soll der Wegbereiter gewesen sein, der auch dafür bekannt war, außergewöhnliche, auch gescheiterte Personen, in denen er Fähigkeiten sieht, ja, dadurch zu unterstützen, zu fördern. Und er hat ihn kurz vor seinem Abgang als Direktor eingestellt. Donald Barr, interessanterweise mit OSS-Vergangenheit. OSS ist der Vorläufer der CIA. Mhm. Und Donald Barr, das ist der junge Donald Barr, hier ist der alte Donald Barr. Ja? Mhm. Diese Donald Barr-Epstein-Verbindung ist auch deshalb so spannend, weil er mit seiner Geheimdienstvergangenheit hat einen Sohn, der jahrelang für die CIA gearbeitet hat, der dann Generalstaatsanwalt war, von Trump eingesetzt in seiner Ehre, um diesen Fall Epstein zu ermitteln. I am proud today to send Bill Barr's name to the Senate as the next Attorney General of the United States. He was my first choice from day one, respected by Republicans and respected by Democrats. He will be nominated for the United States Attorney General. I'm recused from that matter because one of the law firms that represented Epstein long ago was a firm that I subsequently joined for a period of time. I'm recused from that matter because one of the law firms that represented Epstein long ago was a firm that I subsequently joined for a period of time. That was yesterday. Today, the Attorney General said nothing about the Jeffrey Epstein case, but the Attorney General did order an unnamed Justice Department official to leak to selected news media that the Attorney General will not recuse himself from the new Jeffrey Epstein case. I was appalled, and indeed the whole department was, and frankly, angry to learn of the MCC's failure to adequately secure this prisoner. I have seen nothing that undercuts the finding of the medical examiner that this was a suicide. Also der Sohn von diesem Mann, der selbst Geheimdienst war, ja, ja. Und Direktor dieser Dalton School, ja, hat einen Sohn, der beim Geheimdienst war, der dann eingesetzt wird von Trump als Generalstaatsanwalt, um Epstein zu ermitteln, gegen Epstein zu ermitteln und auch sozusagen die ganzen Todesumstände zu untersuchen. Mhm. Beste Wahl natürlich dann, so jemanden dafür zu nehmen. Verrückt, ja. Ja. Und deswegen werden wir im zweiten Teil intensiv auf Trump eingehen, weil da noch einiges versteckt liegt. Mhm. Ja. Also jetzt sieht man hier auch William Barr. Also das ist der Sohn von Donald Barr, richtig. Ja. Und der war auch Generalstaatsanwalt. Mhm. Und bei der CIA. Die beiden teilen noch eine Geschichte in ihrer Vergangenheit. Und zwar waren beide verwickelt in der sogenannten Iran-Contra-Affäre. Ich werde später erklären, was das war. Und die ist sehr, sehr zentral. Sehr vieles von dem, was Epstein tun wird und seine Verbindung gehen zurück auf diese große Affäre. Ein Rüstungsskandal, in dem Israel verwickelt war, USA verwickelt war. Das behandeln wir dann später noch oder nächste Teil? Oder? Nee, behandeln wir hier noch. Okay. Aber wichtig ist hier eben, was du auch hervorgehoben hast. Diese ganzen Verbindungen gibt es hier schon, wo er Dozent wird. Mhm. Ja.
interessanter Side-Fact ist, dass Donald Barr, nachdem er die Dalton School verlassen hat, 1973 einen Sci-Fi-Roman rausgebracht hat mit dem Titel Space Relations. Und worum geht es da? In Space Relations, ich habe da wirklich reingeschaut, lesen kann man es nicht, geht es um einen Planeten, der von Oligarchen regiert wird, die Kinder als Sexsklaven nutzen. So, und jetzt die Frage, Zufall oder hat er da eigene Interessen mit, verarbeitet? Das ist ja ein wichtiges Detail irgendwie, also es sticht ja irgendwie raus. Ja. Das zeigt, wenn er sowas, weiß man natürlich nicht, aber sowas wie sein Mentor irgendwie gewesen ist zu dieser Zeit, aber jedenfalls jemand, der ihm überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, an diese Schule zu kommen irgendwie, sich eine Karriere aufzubauen. Man muss hier eine Sache sagen, es ist sehr, sehr spät, es ist 3.50 Uhr am Morgen und wir drehen hier gerade durch, Auf dieser Highschool unterrichtet Epstein Mathematik und Physik. Hier muss man sich vorstellen, Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 18, was in der Schüler- und Lehrerschaft sehr auffällig war, dass er als Dozent teilgenommen hat an den Partys seiner jüngeren Schülerinnen und Schüler. Und besonders hat er sich umgeben mit den jungen Schülerinnen. Ja? Gibt es da irgendwelche Beweise oder irgendwelche Dokumente? Ja, ehemalige Schülerinnen erzählen davon. Der Grund, warum er auch gehen musste, war, dass er eben sich zu sehr gezeigt hat in der Öffentlichkeit mit jüngeren Schülerinnen. Okay. Und es fängt ab 16 an. Ja? Okay. Epstein wurde nicht nur deswegen entlassen irgendwann, sondern die Lehrer haben bemerkt, dass er nicht wirklich großartige Leistungen bringt als Lehrer. Und weil er sich anscheinend nicht weiterentwickelt hätte. Das war dann der Hauptgrund, warum man ihn hat entlassen. So, was macht jetzt ein Epstein, der in der Zeit sehr viel von sich hält? Also, das wird darüber berichtet, dass er auch eine sehr starke Anziehungskraft hatte. Er hatte ein Charisma und er hat was von sich gehalten. Epstein war in der Zeit wohl mit einer Schülerin befreundet. Das war die Tochter von Alan Greenberg. Alan Greenberg war ein Börsenguru, Börsenhai, wie auch immer man ihn bezeichnen will, ein Investor, der die Firma Bear Stearns geleitet hat. Und er hatte auch gleichzeitig einen Sohn, der bei Epstein Schüler war. Die beiden, oder in einigen Versionen nur der Sohn, manche sagen nur die Tochter, sollen ein gutes Wort bei dem Vater eingelegt haben und sie dazu gebracht haben, ihn einzustellen als Börsenhändler, als Junior Assistant für einen Börsenhändler beim American Stock Exchange. Mhm. Und das war eben Alan Greenberg. I saw lots of people doing lots of hard work. And hard work didn't translate into success either. It wasn't much you knew how hard you work. In fact, the people who were doing construction on Telegraph Avenue at that time were, I remember seeing some people sort of really, you know, coming in 7 o'clock in the morning, spending 12 hours working, and they still were neither happy nor successful. So it was not much, you know. And what I learned from Dalton later is lots of it, in fact, turned out to not necessarily who you knew, but who you came in contact with. Also, das ist der junge Alan Greenberg. Und das ist der alte Alan Greenberg. We really want people with PhD degrees. PhD is? PhD, and at the bottom I explain, that's poor, smart, and a deep desire to become rich. And poor, smart, a deep desire to become rich. Epstein hat sich relativ schnell hochgearbeitet, vom Junior Assistant zum Firmenpartner. Und dann wurde er sogar CEO von Bear Stearns. Das war im Jahre 1978. Im Alter von 25 Jahren. Als Studienabbrecher, der als Lehrer gegangen wurde, wird er dann ein paar Jahre später CEO von der Firma. I started Bear Stearns in 1976. Bear Stearns never had a training program. There was no course to begin. Alan Greenberg said he wanted me to learn
each area of the business. So he thought the best place for me to start would be on the floor of the American Stock Exchange. And then later move up to the trading desk and learn all different areas of the firm, including the margin department. He was amazing. Und ab hier kommen ziemlich viele CIA-Verbindungen wieder. Ja? Bear Stearns war damals Makler einer Bank, die sehr eng mit der CIA verbunden war. BCCI, Bank of Credit and Commerce International. Und diese Bank wurde als Geldwäscheeinrichtung der CIA bezeichnet. Und es gibt einige Experten, die gehen davon aus, dass auch die CIA bei der Gründung dieser Bank geholfen hat. Das ist häufiger passiert und es gibt viele Frontorganisationen der CIA und Bear Stearns war für diese zuständig. Ja, hat deren Geld verwaltet und hat sie beraten. Der ehemalige CIA-Direktor Robert Gates hat diese Bank als Bank der Gauner und Verbrecher bezeichnet. Mhm. Epstein wurde in der Zeit sehr, sehr geschätzt von den Kunden von Bear Stearns, weil er bewiesen hatte, dass er in der Lage war, Tricks anzuwenden zur Steuervermeidung. Es gibt Leute, die sagen, er wusste einfach alles über Steuern und er hat es geschafft, damit sehr viele Kunden glücklich zu machen und für sie Millionen zu retten, zu schützen. Was er sehr gut konnte, war die Portfolios dieser reichen Kunden zu analysieren und hat für sie dann auf Basis dessen sehr kluge Sparpläne entworfen. Ein Kunde, der sehr viel von Epstein gehalten hat, mit dem er auch Zeit seines Lebens verbunden war, ein sehr mächtiger Mann, Edgar Bronfman. Ich sehe Edgar mit der Faust auf dem Tisch, in die Kamera starrend. Ja, interessante Pose, oder? Mhm. Der will gar nicht freundlich wirken, sondern so wollen ja die meisten eigentlich. Die meisten wollen freundlich wirken. Ja, hier zum Beispiel. Ja. Mhm. Aber er will es nicht. Ja. Er will so der knallharte Typ sein. So war er auch. Ja? Er war ein sehr, sehr mächtiger Mann. My family has been fortunate to share in Edgar's warmth and affection for many years. Edgar was convinced that one way he could push this cause forward was by getting the full force of the United States government behind him. And he wasn't shy about asking for it. He talked to me about it. I immediately said, well, of course, you know, Bill would support you. I think it's something that we should do. We must do. And he said, fine. I want to see the president tomorrow. So he did have a pretty good channel to the White House. And I picked up the phone and did call the president. And the next day, Edgar was in the Oval Office making his case to Bill. Zusammen mit seinem Bruder Charles Bronfman hat Edgar Bronfman Seagram geleitet. Mhm. Das waren Kunden von Bear Stearns. Und was ist passiert? Plötzlich 1981 wird Epstein aufgefordert, Bear Stearns zu verlassen. Er soll sich schuldig gemacht haben wegen einer Reg D Violation. Also, was ist das? Er soll gegen Regeln von privaten Finanzgeschäften verstoßen haben. Okay. Ja? Mehr müssen wir jetzt erstmal nicht wissen. Ja? Die Börsenaufsicht SEC hat eine Untersuchung eingeleitet. Sie hat gegen Edgar Bronfman ermittelt. Also die Börsenaufsicht SEC hat Epstein befragt wegen Insiderhandel und alle Vorwürfe bezogen sich auf Edgar Bronfman und Seagram. Interessant ist einfach der Zeitpunkt, wo Epstein Bear Stearns verlassen hat, kurz nachdem diese Ermittlungen angefangen haben. Laut Steve Hoffenberg, der später Arbeitskollege von Epstein gewesen war, soll Epstein ihm gesagt haben, dass er Bear Stearns verlassen musste aufgrund von illegalen Geschäften, für die er erwischt worden war. Auf jeden Fall, Jeffrey Epstein streitet alle Verbindungen ab und wird nicht verurteilt. Und es sieht danach aus, dass er vorzeitig informiert worden war von Bronfman oder von Greenberg, wem auch immer. Mit denen war er ja vielseitig verbunden. Ist nicht keine große Überraschung. Mhm. So, nachdem er Bear Stearns verlässt, haben wir 6 Jahre sehr, sehr wenig Informationen darüber, was er gemacht hat. Es gibt ein Interview, was Vicky Ward mit Epstein 2003 gemacht hat. Und da soll er gesagt haben, dass er ab 1981 mit seiner eigenen Firma
das Geld von Milliardären verwaltet hätte. Und er nannte seine Firma International Asset Group. Aber wir wissen nicht wirklich, was da passiert ist. Schwer zu prüfen. In der Zeit gibt es wenig Belege dafür. Sehr schlecht dokumentiert, was er da in der Zeit getrieben hat. Aber wir wissen eben durch einige Enthüllungen, die dann später kamen, auch durch Steve Hoffenberg, der ein späterer Arbeitskollege war, was er in der Zeit getrieben hat. Wir haben eben diese Lücke bis 1988. Ab dann wissen wir, er hat eine Firma gegründet, er hat sie eingetragen, J. Epstein & Co. und hat weiter als Vermögensverwalter gearbeitet. In diesen schlecht dokumentierten 6 Jahren gibt es einen Bericht von einem Freund, Jesse Kornblath, ein Freund von Epstein, der hat öffentlich darüber ausgesagt, dass Epstein 1986 zumindest, als er ihn getroffen hat, ihn fasziniert hat. Ja? Er hätte eine Doppelidentität gehabt. Er hat gesagt, dass er nicht nur das Geld von superreichen Kunden verwaltet, sondern dass er auch ein Kopfgeldjäger ist. Ja? Er hat Geld befreit vor dem staatlichen Zugriff zum Beispiel. Da geht irgendwas in Ruin, ja? Und er rettet das Geld aus dieser Firma heraus und macht dadurch diejenigen, die eigentlich dazu verdammt sind, insolvent zu sein, wieder reich. Aha. Wie ist das aus, also, aus dem Englischen? Aus dem Englischen dann? Bounty Hunter ist das. Oh, aber die haben Bounty Hunter gesagt. Ja, genau. Ah, ja. Okay. Epstein hat zu Kornblath gesagt, dass er manchmal für Regierungen arbeitet, manchmal für afrikanische Diktatoren auch, die versuchen, geplünderte Gelder zurückzuholen. Und ein anderes Mal beauftragten ihn dieselben Diktatoren, ihnen zu helfen, ihr geschwundenes Geld zu verstecken. Ja, also er hat beide, für beide Seiten gespielt. Also wir haben auf deinen Bitten gestern eine Pause eingelegt, haben ein paar Stunden geschlafen. Ich dachte, das kommt der Qualität des Videos zu gut. Ja, das hoffen wir mal. Auf jeden Fall geht es jetzt einfach nahtlos weiter. Also wenn wir uns fragen, wie Epstein sein Geld gemacht hat, viel Geld gemacht hat, in kürzester Zeit, dann hat das eben damit zu tun, dass er als Bounty Hunter tätig war. Und du hattest gestern gefragt, was es bedeutet. Man kann das an dem Beispiel von Anna Obregon ganz gut verstehen, eine Schauspielerin. Und ihr Vater hatte einen Konzern. Er war ein Immobilienmagnat und stand kurz vor dem Ruin und hätte all sein Geld verloren, hätte Insolvenz anmelden müssen. Und er kam und hat ihr und ihrem Vater geholfen, Geld aus diesem Kollaps herauszuziehen. Und ihm ist es gelungen, es ging hier um mehrere hundert Millionen Dollar und hat da ein schönes Sümmchen daran verdient. Wenn wir uns die Fragen stellen, was ist in den sogenannten verlorenen 6 Jahren passiert? Da gibt es einige Indizien, wir haben ein paar davon genannt, aber es gibt einen sehr spannenden Artikel aus dem Jahre 2001 von Nigel Rosser im Evening Standard, wo er Epstein interviewt hat. Und Epstein hat zum Beispiel gesagt, er hätte in den 1980er Jahren für die CIA gearbeitet. Er hätte die Lizenz gehabt zum Tragen einer verdeckten Waffe und er würde in ganz Amerika Immobilien besitzen. Das hat er auch gesagt. Jetzt wäre die Frage, warum hat er das aber kurze Zeit später wieder zurückgenommen? Also zumindest die Aussage über die CIA. Da gibt es verschiedene Spekulationen. Die einen sagen, ja, er hat zu viel ausgeplaudert, ja, aus dem Nähkästchen und hat das bereut und hat das wieder zurückgenommen. Andere sagen, ja, er wollte prahlen. Wollte irgendwie prahlen, wollte angeben oder so. Ja. Ja. Und wurde vielleicht von der CIA zurückgepfiffen. Man weiß es nicht. Fakt ist, es werden ab jetzt sehr viele Figuren auftreten in seinem Umfeld, die eben mit den Diensten zu tun haben. Es gibt auch einen Freund von ihm, der über diese Zeit erzählt, dass er einmal in dem Londoner Haus eines britischen Waffenhändlers aufgetaucht ist und er hat ein Gewehr mitgebracht. Und das war eine Pump-Action-Riot-Gun von der New Yorker Polizei ausgegeben. Und dieser Freund hat dann daraufhin bemerkt, Gott weiß, wie er es ins Land gebracht hat. Ja? Also wie kann man es schaffen, so eine Waffe über die Grenze zu bringen? Dieser britische Waffenhändler könnte Douglas Lees gewesen sein. Das ist das einzige Foto, was ich von ihm über Umwege online gefunden habe. Es gibt so gut wie nichts über ihn. Man hat gar keine Informationen zu seinem Hintergrund.
Man weiß durch Berichte und durch ein Interview, das sein Sohn gegeben hat, als es dann Vorwürfe gab in Bezug auf Jeffrey Epstein und seine Rolle in der Iran-Contra-Affäre, zu der wir gleich kommen. Douglas Lees soll ein Mentor von Jeffrey Epstein gewesen sein. Und wenn dieser Freund eben von dem Londoner Haus eines britischen Waffenhändlers spricht, dann geht man davon aus, dass das Douglas Lees war. Okay. Laut Stephen Hoffenberg, der ein späterer Arbeitskollege von Epstein war, soll Douglas Lees Epstein angeheuert haben, für verschiedene Firmen zu arbeiten, die eben Lees gehörten. Und in dieser Zeit sollen sie sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und zusammen eben diese Deals, um diese Iran-Contra-Affäre abzuwickeln. Für Julian Lees, also dem Sohn von Douglas Lees, ist damals aufgefallen, als kleiner Junge, der Epstein auch erlebt hat, zur Anfangszeit, nachdem der Vater ihn, also Epstein, kennengelernt hatte auf einer Party und dann angehört hatte. Er ging ein und aus bei der Familie Lees und ihm ist aufgefallen, dass es ein kluger, intelligenter Typ ist, Epstein. Ja, dass er sehr viel von seinem Vater gelernt hat und eben in Rüstungsgeschäften verwickelt war. Was ihm auch aufgefallen ist, dass Epstein sehr, sehr gut vernetzt war, dass er ein breites soziales Netzwerk hatte, dass er in Großbritannien zum Beispiel mit der High Society und mit dem Königshaus sehr verbandelt war. Laut Stephen Hoffenberg soll Epstein in den 1980er Jahren sehr eng mit Adnan Khashoggi zusammengearbeitet haben. Adnan Khashoggi, ein arabischer Geschäftsmann, ein Waffenhändler, ein Milliardär, er soll zwischen 4 und 10 Milliarden Dollar besessen haben. Adnan Khashoggi, a lifestyle of heroic excess, is matched only by the zeal of the global press to explain this mysterious mogul whose name and face appear in headlines across the world. The multi-million dollar deal, the $2.5 billion divorce case, seen with Farah or Liza or Frank Sinatra and pictured in the tabloids with Jackie O and Joan Collins. Now, Saudi Arabia way back was just sand. It, you know, it had nomads who were Bedouin, illiterate people who would go from oasis to oasis. The only product was dates. Dates. They had no concept of the rest of the world, you know. But at the same time, they felt they needed protection. They needed armaments. And it was Khashoggi who bridged that gap, who created deals between Saudi Arabia and the United States to the benefit of both countries. You know, every time Khashoggi made a deal for arms, he would kick back a certain percentage to the king. That was the secret to his success. And then he would spend it all. And that's why when he finally died in 2017 in London, he really didn't have anything left. Many assets. No. But so do you think that Adnan was paying modeling agencies huge amounts of money in return for beautiful young girls that may come to his parties, have a great time, mm-hmm. and in some cases have sex with him? Yeah, I would have to say yes. Yeah. And also for other businessmen as well, because, you know, you have a party full of women and then you have a business meeting and then, you know. And then you became one of those women. I didn't think of myself as one of those women, but I evidently was. I mean, I never thought of myself as a hooker, though. Donald Trump hat zum Beispiel eine Yacht von ihm gekauft, obwohl Donald Trump gar nicht an Yachten interessiert ist. Donald Trump hat öffentlich immer wieder gesagt, dass ihn sowas nicht interessiert. Trotzdem hat er eine Yacht von ihm abgekauft und soll auf Partys immer wieder von Adnan Khashoggi aufgetaucht sein. I bought a boat from Adnan Khashoggi, which was formerly called the Nabila. Nabila. It's a yacht. And Adnan Khashoggi, excuse me for a second, is the world's largest arms trader? I hate to admit it. You know, he spent probably $200 million on building this yacht, which was called the Nabila, as I said, and probably the greatest yacht ever built. And I purchased it for a business. I have a real problem using it personally, because a mental problem mm-hmm. using it personally. I feel guilty about it, if you want to know the truth. But I purchased it and I use it for my hotels and for condo people that want to use it and this and that. Also in dieser Zeit soll Jeffrey Epstein in verschiedenen Geldwäscheoperationen verwickelt gewesen sein und in Waffendeals.
im Auftrag von Khashoggi und Douglas Lees. Es gab Schwarzmarktklienten, aber es gab auch größere Klienten. Ja, also Nationen, Dienste und so weiter. Also die Iran-Contra-Affäre ist sehr, sehr zentral. Also da laufen viele Biografien zusammen von den Leuten, die hier auf der Tafel zu sehen sind. Jetzt sind wir da. Ja, genau. Die Iran-Contra-Affäre, dort ging es um geheime US-Waffengeschäfte im Jahr 1985. Aha. Und 1986 wurde diese Affäre aufgedeckt. Und dort wurden Raketen und Waffen an den Iran geliefert. Wenn das heute passieren würde, wäre das genauso skandalös wie damals auch. Hm. Also Iran war ein Feind. Ja, man war auf der Seite der Irakis. Offiziell ging es darum, Geiseln im Libanon zu befreien, die von Terroristen dort festgehalten wurden. Insgeheim ging es aber der amerikanischen Regierung darum, Waffen zu verkaufen und mit dem Erlös bewaffneten Konflikte in Nicaragua zu unterstützen. Und das sind die Contras gewesen. Warum wollte man jetzt die Contras unterstützen? Weil die Contras eine paramilitärische Organisation waren, die das Ziel hatte, die linksgerichtete Regierung damals in Nicaragua zu stürzen. Das heißt, die Contras waren in Nicaragua? Genau. Okay. Richtig. Und es ging ja darum, damals, man war in einem Wettstreit um, sagen wir mal, die Herrschaft über die Welt mit der Sowjetunion und man wollte sie zurückdrängen. Sie waren nämlich dabei, also Kuba und die Sowjetunion haben damals diese Regierung unterstützt und man wollte sie loswerden. Mhm. Und hat sie dann eben finanziell unterstützt. Mhm. Also die CIA hat finanziell die Contras in Nicaragua unterstützt und das Geld, das da benutzt wurde, das kam aus dem Iran. Ja, aber es gab dazwischen noch etwas sehr Heikles. Also das war so heikel, dass weltweit es viele Regierungen durchgerüttelt hat, die davon wussten. Zum Beispiel auch Deutschland. Die Barschel-Affäre hatte ganz direkt mit der Iran-Contra-Affäre zu tun. Und zwar, es gab, es gab einen Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein und der von diesen Deals wusste. Warum wusste er davon? Weil sie diese Waffen gefertigt haben und an Israel geliefert haben. Okay. Und jetzt kommt Israel ins Spiel. Das war so heikel eben, dass sogar Ronald Reagan fast wegen dieser Affäre gestürzt ist. Wenn jemand sich für die Barschel-Affäre interessiert, ja, dann kann man das einfach googeln, wird man sehr viel darüber lesen können. Es ist bis heute ungeklärt, warum Barschel tot in seiner Badewanne aufgefunden wurde. Also wir müssen uns vor Augen führen, Iran und Irak waren derzeit im Krieg. Offiziell wurde der Irak unterstützt durch Amerika. Ja, das heißt, Israel hätte auch eigentlich ein Interesse dran, dass der Irak unterstützt wird. Ja, weil das sind Verbündete. Ja. Was ist aber passiert? Sie haben auf der anderen Seite Iran unterstützt. Mit Waffen. Das heißt... Israel und USA, die eigentlich Verbündete sind, ja, haben die jeweils andere Partei, haben beide die jeweils andere Partei unterstützt. Genau. Okay. USA ja auch. In dem Fall haben sie ja profitiert davon, ja, dass Israel Waffen, die in den USA produziert oder in, durch USA im Auftrag gegeben wurden, an den Iran geliefert werden. Und Israel bezahlt dafür Amerika. Okay? So, und dieses Geld geht nach Nicaragua. Vielleicht eine Sache, die noch interessant ist. Es wurden nicht nur Waffen geschmuggelt, sondern auch Kokain. Und die USA sollen davon gewusst haben. Das war auch eben das sehr Heikle an diesen ganzen Geschäften. Mhm. An denen eben Epstein, Khashoggi und Lees beteiligt waren. If I may, the polls show that a lot of American people just simply don't believe you. That the one thing that you've had going for you more than anything else in your presidency, your credibility, has been severely damaged. Can you repair it? What does it mean for the rest of your presidency? Well, I imagine I'm the only one around who wants to repair it, and I didn't have anything to do with damaging it. Well, the Iraqis, sir, might think that 1,000 anti-tank missiles was enough to alter the balance of that war. He says this is a purely defensive weapon. It is a shoulder-carried weapon. And we don't think that in this defensive thing, we didn't add to any offensive power on the part of Iran. And could you explain what the Israeli role was here? No, because we, as I say, have had nothing to do with other countries or their shipment of arms or doing what they're doing. Also diese Iran-Contra-Affäre war keine Banalität.
Ja, sie hatte reale Konsequenzen und die waren, dass dieser Krieg zwischen Iran und Irak, der geschürt wurde von westlichen Nationen, dass der geendet ist mit einem Waffenstillstand. Ja. Mhm. Und bis dahin waren 1 Million Menschen getötet worden. 3/4 davon waren Iraner. Alter. Nur für geopolitische Spielchen. Laut Vicky Ward, der Vanity Fair Journalistin, soll Adnan Khashoggi auch Kunde bei Epstein gewesen sein, als er noch bei Bill Stearns gearbeitet hat. Ja. Und das war kurz bevor er eben Bill Stearns verlassen hat und in all diese Geschichten verwickelt war, in all diese Deals verwickelt war, mit Khashoggi, mit Lees. Und dann kam die Zeit von Steve Hoffenberg. Jetzt kommt dieser spätere Arbeitskollege ins Spiel, von dem ich immer wieder gesprochen habe, der ja für ihn, wie wir am Anfang gehört haben, mehr als 18 Jahre hinter Gittern kam, wegen Betruges. Als diese Affäre um Iran-Contra 1987 öffentlich wurde, musste Reagan sich verantworten und wurde befragt vom US-Kongress, konnte sich aber an nichts erinnern. Oh, I know this man, of course, very well. Met with him a number of times in his own country. I don't recall, and I don't really know whether such briefings were given to others like the Secretary of State or not, who were going to be meeting with these people. I don't recall seeing this, and as I know that that my policy was not to to involve others in this. I mean, I wanted them involved, but I didn't want to be on record as doing it. Vielleicht noch ein paar interessante Side-Facts zu Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi ist der Onkel von Dodi Al-Fayed. Kommt er dir irgendwie bekannt vor? Ich kenne den Namen irgendwie, aber ich weiß nicht genau. Ist es Mafia? Ist es ein Designer? Ja, es hat was mit Mode, Mode zu tun. Ja. Also seine Schwester war mit Mohammed Al-Fayed verheiratet. Okay. Und der war ein großer Fashion Tycoon. Ah, okay. Und sein Sohn wiederum von Mohammed Al-Fayed war derjenige, der mit Princess Diana zusammen war. Das war diese Affäre, wo sie dann auch am Ende im Auto mit ihm durch den Tunnel gefahren ist. Okay. Und dann kam es zu diesem Unfall und beide sind verstorben. You believe there was a conspiracy to definitely kill Dodi? They been murdered. Dodi and Diana being murdered, definitely. I am the father who knows everything, who follow up everything, who see things, because I am the one who been hit by the tragedy. Who would want them dead? In the world, according to Mohammed Al-Fayed, the Paris car crash almost 2 years ago, which claimed Diana and Dodi, was calculated and cold-blooded. A massive conspiracy involving the spy agencies MI6 and the CIA working on the orders of the British establishment. Vielleicht kennt man auch den Namen Khashoggi von Jamal Khashoggi, dem Neffen von Adnan Khashoggi. Also Jamal Khashoggi, der kritisch gegenüber dem König Mohammed bin Salman war, Saudi-Arabien, der betritt 2018 das saudische Konsulat in Istanbul. Also da gibt es so Kameraaufnahmen und er verlässt dieses Konsulat nie wieder. Ja? Was später herauskommen wird, ist: British official tells CNN that his body was cut into pieces after his death. Nobody's concluded. I don't know if anyone's going to be able to conclude that the Crown Prince did it, but he denies it vehemently. His father denies it, the King vehemently. The CIA doesn't say they did it. If we didn't have Saudi Arabia, we wouldn't have a big base. We wouldn't have any reason, probably. I mean, if you look at Israel, Israel would be in big trouble without Saudi Arabia. So what does that mean? Israel's going to leave? We want Israel to leave? Also 1987, die Iran-Contra-Affäre fliegt auf. Epstein, wie immer, zieht sich raus aus allen, ist wie so ein Geist. Mhm. Und er zieht weiter. Und er trifft auf Steve Hoffenberg.
Und Steve Hoffenberg ist der Inhaber von Tower Financial Corporation. Das war ein führendes Inkasso-Unternehmen in New York. Und Jeffrey Epstein hat dort angefangen zu arbeiten und Hoffenberg war total begeistert von ihm und hat auch damals mitbekommen, dass er nach Bear Stearns angefangen hatte, in Europa irgendwie zu arbeiten und dort irgendwelche illegalen Geschäfte in diesen 6 Jahren hat, genau. Mhm. Davon wusste er. Er wusste, dass er an Spionage beteiligt war, dass er Geldwäsche betrieben hat, dass er Waffen verkauft hat. Laut Hoffenberg soll Epstein in dieser Zeit auch seine Kontakte im Nahen Osten ausgeweitet haben, zwischen verschiedenen Regierungen. Und er war eben derjenige, der Deals eingefädelt hat, wenn es um Waffen ging, ja? Oder wenn es um Spionage ging. Weil er sich da auskannte und da seine Beziehung hatte. Genau. Epstein soll nach Bear Stearns ziemlich hart gefallen sein. Er soll sogar pleite gewesen sein. Hat eine kleine Abfindung bekommen bei Bear Stearns und soll vielleicht deshalb so engagiert gewesen sein in diesen Waffendeals, weil man sich darüber sehr, sehr schnell bereichern konnte. Wieder Fuß fassen, was aufbauen. Hoffenberg erzählt auch, dass er ein meisterhafter Manipulator war. Er war zum Beispiel fähig, die Wertpapiere von Tower Financial Corporation zu verkaufen, auch an Leute, die gar nicht daran interessiert waren, die keine Ahnung davon hatten, aber er konnte ihnen klar machen, das ist das, was du brauchst. Ja? Jordan Belfort-mäßig. Yeah. Auf jeden Fall fliegt die ganze Nummer bei Tower Financial auf. Das wurde genannt Ponzi-Scheme, ja? Eine Art Schneeballsystem. Also man sammelt Geld von einem Anleger, um einen anderen Anleger zu bezahlen. So kann man Ponzi ganz einfach definieren. Laut Hoffenberg, der ja später für Epstein hinter Gittern musste, sagt, dass Epstein hauptsächlich als Architekt daran beteiligt war, an diesem Scheme. Wie kam er am Ende davon? Er hat sich niemals anstellen lassen von Tower Financial. Das heißt, das war so eine lose Beziehung. Er war sehr intensiv verwickelt. Nie offiziell. Aha. Also es wurde ein Konkursverwalter eingesetzt, mit dem Jeffrey Epstein sehr eng befreundet war und auch seine Anwälte, die Anwälte von Jeffrey Epstein. Und anscheinend konnte er darüber die ganzen Ermittlungen manipulieren. Wie gesagt, Hoffenberg wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, musste 1 Million Dollar an Strafzahlungen leisten und wurde zu einer Rückerstattung von 463 Millionen Dollar verurteilt. Boah. Und Epstein kam nicht nur davon, aufgrund seiner Beziehung, sondern er soll sich auch die Taschen voll gemacht haben. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Wegbereiter von Jeffrey Epstein. Und das ist Leslie Wexner. Hast du mal was von Leslie Wexner gehört? Noch nie. Okay. Victoria's Secret gehört? Ja. So. Was ist das? Damen-Unterwäsche, Bekleidung. Richtig. Oder Modenschaus und so weiter. In 1982, Wexner acquired a small lingerie chain called Victoria's Secret. The founder claimed its name was supposed to evoke a dignity associated with the Victorian era. But Wexner saw something different. It was Victorian. Not English Victorian, but brothel Victorian, Wexner said. And I remember saying that all the women I know wear underwear. Most of the time, all of the women I know would like to wear lingerie all of the time. And I'm just driving down the highway, laughing my butt off and thinking, what a funny thought that is. Also Leslie Wexner ist ein milliardenschwerer Wirtschaftsmagnat, viele, viele verschiedene Firmen, die er gegründet hat, unter anderem auch Abercrombie & Fitch, der ja auch um diese Zeit herum, also 1987 nach der Iran-Contra-Affäre, ja, Hilfe brauchte beim Verwalten seiner Finanzen, ja. Und er trifft eben auf Jeffrey Epstein und ist sehr von ihm beeindruckt. Also Jeffrey Epstein schafft es, sein Geld zu sichern in einer Zeit, wo es wirtschaftlich nicht gut läuft. Das war immer so Epsteins Schlüssel irgendwie, ne, zu den Reichen, so dass er wusste, wie man mit den Finanzen umgehen muss. Genau. Do you consider yourself to be bisexual? No. Okay. In any event, you did develop a sexual relationship with Leslie Wexner at some point in time. Is that true?
No. Was man vielleicht zu ihm wissen muss, ist, er ist jemand, der in vielen Wirtschaftsbereichen ja, fast schon heuschreckenartig auftritt und immer weiter wächst, Firmen frisst, ja. Mhm. Es kommt zu Fusionen, feindliche Übernahmen, also diese Schlachten, die dort stattfinden zwischen verschiedenen großen Konzernen und eben Superreichen. Und er hat in einem Interview behauptet, dass er diese Entscheidung nicht allein trifft. Die seinen Konzern betreffen. Ja, sondern es gibt da einen Dämon, der ihm dabei hilft. Dämon. Dieser Dämon, den nennt er Dimmuk. Und den gibt es in der jüdischen Folklore. Mhm. Und er sagt, dass dieser Dämon morgens mit ihm zusammen aufsteht. Und er sieht genauso aus wie Leslie Wexner, ist aber jemand, der gefüttert werden muss. Okay. Okay, gefüttert werden muss durch zum Beispiel Konzerne, die gefressen werden müssen. Ja? Warum spricht er so in Rätseln? Warum ist das so mystisch? Ja, er versucht das wahrscheinlich mystisch aufzuladen, seine Machenschaften eben auch damit zu legitimieren. Okay. Ja? Und er benutzt einfach dieses Dämonwesen, was ihm Dinge einflüstert. Mhm. Und er folgt diesem Dämon. Ja? Er gibt ihm alles, was er will. Und da geht es wirklich nur darum, höher, weiter, schneller. Mhm. Ständig. Mhm. Und so befriedigt er den Dämon. So besänftigt er ihn. Auch bei Wexner und der Wexner Foundation haben wir wieder ziemlich viele CIA-Kontakte. Also es gibt Tarnorganisationen der CIA, zum Beispiel eine Airline, Southern Air Transport, die durch die CIA benutzt wird für zum Beispiel Lieferung von Waffen, von Kokain und so weiter und so fort, von verdeckten Geschäften. Und er hilft der CIA dabei. Mit dieser Airline. Ja. And there were several of us that understand that Wexner was in charge of Epstein. And Wexner was also in charge. Why would you own the CIA airline? And why does all human trafficking in America begin and end in Ohio? And why was George Chonk's trafficked out of Chicago by Leslie Wexner in the 80s? And nobody cares. And I'm going to tell you, George, you're the first person that I can even say this to. Because I was supposed, ABC drove me, Jim Hill picked me up in Kentucky and drove me all the way to New York. And that doesn't happen. He's producer of a major show. And they got on the phone with me and they said, what's the first thing you're going to say, Maria? And I said, I'm going to put on my t-shirt that says, I know Victoria's Secret. And I'm going to talk about how Wexner was Epstein's boss and how Wexner was Gilan's boss. And because they told me, that's how I know. And they said, hang up the phone right now. Hand the phone to Jim. We're done. You're not going on the show. And we'd driven all the way to New York. Yeah. So all the major networks in this order have said to me, he's too dangerous. We will be sued the whole time. We can't mention Wexner. He has to be edited out. The clicks will be removed. The video will be taken down. Epstein baut über seine Beratung Wexners eine immer tiefere Beziehung, auch privat, freundschaftlich, zu ihm auf und hilft ihm immer weiter, ja, seine Vermögenswerte zu bereinigen und faule Investitionen zu beseitigen. Und Wexner ist so sehr von ihm beeindruckt, dass er sagt, ich möchte viel tiefer gehen, damit die zusammenarbeiten. Das führt dazu, dass die sogar eine Generalvollmacht austauschen. Ja? Woher kennst du das? Arafat Abouchaka, yes, Bushido. In der Zeit, also wir reden jetzt von den 90ern, zwischen 92 und 95, arbeitet Epstein eben für Wexner und hat damals noch eine relativ bescheidene Wohnung. Monatlich zahlt er Miete von 15.000 Euro. Ja, im Gegensatz dazu, was dann später kommen wird. Ja. Mhm. Aber in der Zeit hat er eine Wohnung angemietet. Und interessant ist ja auch der Fakt, dass sein Vermieter das US State Department war, das Außenministerium, okay, Amerika. Okay. Ja. 1989 hat er diese Stadtvilla von Herbert N. Strauss gekauft für 13,2 Millionen Dollar und hat diese renoviert und erweitert, um sie dann
Jeffrey Epstein zu starten. Also er schenkt ihm eine Multimillionen-Stadtvilla. Ja. In, wo war das? Welche Stadt? Ist doch ganz normal, oder? Ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall wird für dich einiges normal werden in dieser Recherche. Jedenfalls wurde diese Villa 2011 über Briefkastenfirmen übertragen. Ja, okay. Und es wurde kein Kaufpreis angegeben. Das heißt, so. Es war eine Art Schenkung. Ja, ja? Ach so, aber indirekt. Es war jetzt genau. Nicht offiziell eine Schenkung. Keine offizielle Schenkung, okay. Sondern über Briefkastenfirmen eben, man hat das schön verschleiert. Okay. Aber der Eigentümer war eben Epstein. Warum hat man das verschleiert? Das ist die Frage. Ein Jahr später hat Epstein dieses Haus in Palm Beach gekauft für 2,5 Millionen Dollar. Und interessant ist auch der Fakt, dass das fußläufig von dem Ressort von Donald Trump auch war, Mar-a-Lago. Okay. Ja. Und die waren auch zu der Zeit sehr eng befreundet. Es gibt auch Fotos mit denen und so weiter. Ne? Fotos und dieses Video. An invitation into Donald Trump's world. Future president welcoming Jeffrey Epstein to his Mar-a-Lago estate. The get-together more than a decade before Epstein pleaded guilty to prostitution charges in Florida. Both men are seen enjoying themselves, Trump pointing out women dancing in front of them. An apparently friendly encounter with a man the president is now looking to distance himself from. 1991, als Wexner Epstein eine Generalvollmacht gegeben hat, ja, über sein Vermögen, hat er auch in einem Interview gesagt, dass er das Gefühl hat, dass zwei Personen mit einem Gehirn sind. Und als er auf bestimmte Neigungen angesprochen wurde in Bezug auf Sexualität, hat Wexner geantwortet, jeder hat eine Seite. In der Zeit, wo Epstein sehr eng mit Leslie Wexner war, hat Wexner zusammen mit Edgar Bronfman und seinem Bruder Charles Bronfman die geheimnisvolle Gruppe Mega Group gegründet. Mega Group war ein Zusammenschluss von 20 sehr einflussreichen, mächtigen jüdischen Milliardären, Geschäftsleuten. Warum muss man jetzt erwähnen, dass das ausgerechnet jüdische Milliardäre waren? Weil sie sich darüber definiert haben, und es gibt einen Artikel vom Wall Street Journal, wo beschrieben wird, dass das auch eine Zugangsvoraussetzung war, Jude zu sein. Und Nummer zwei, es war wichtig, dass man ja ein gewisses Vermögen mitbringt. Und man musste einen Mitgliedsbeitrag monatlich von $30.000 zahlen. Mhm. Und es gab auch eine sehr klare, erklärte zionistische Agenda. Was heißt das, wenn man sich auf eine zionistische Agenda einigt? Also das heißt, dass jegliches Ziel des Wirkens dieser Gruppe darauf ausgerichtet ist, den Staat Israel zu unterstützen. Okay. Ja, und außerhalb, Menschen, die außerhalb von Israel sind, die zu organisieren, mhm, und sie auch dafür zu gewinnen, sich für den Staat Israel einzusetzen. Also sozusagen eine Nation zu stärken, also eine Art von, nicht Imperialismus, aber Nationalismus, ja, sozusagen. Ja. Es geht jetzt nicht darum, ich meine, es geht schon um die Religion, aber es geht jetzt nicht hauptsächlich um den Glauben, oder? Es hat auch eher was mit dem Staat zu tun. Ne? Richtig, es geht um Territorium. Ja, Geopolitik. Geopolitik, ja, richtig. Ja, ja, ja. Joining us today is the esteemed businessman, philanthropist, and author, Edgar Bronfman Sr. Everyone has their favorite part of synagogue and their least favorite part of synagogue. Your favorite part was? Favorite part of synagogue? Well, being in synagogue, going to services. Leaving. Okay. And your least favorite part was? Going. Going, okay. I think we got it. Very, very good. What about the term cultural Jew? That does appear in your book. What does that signify to you, to call oneself a cultural Jew? Perhaps it means that you don't believe in God. Mm-hmm. But you like the ethics and the culture, the traditions. I think they're very important. Secular humanistic Jews speak a lot about Jewish peoplehood. Now, that's what's essential to them, that the God question can be bracketed even. Who knows if God exists or who cares, right? But it's peoplehood that's important to them. Would that accurately describe the way you look at Judaism? So your ancestors and your grandchildren and children that are going to come. Yeah. Das ist Ronald Lauder. Lauder kenne ich auch. Woher? Den Namen. Ist auch so eine Group, also so ein Großunternehmen, oder? Ja, Estée Lauder. Ja. Schon mal gehört? Ja. Make-up-Unternehmen. Ja, genau.
Unter anderem, er ist auch Politiker und er war Botschafter für Amerika in Österreich. Diese Verbindung ist auch relevant für Jeffrey Epstein. Er ist der Nachfolger von Edgar Bronfman beim Jüdischen Weltkongress. Was ist der Weltkongress? Der Weltkongress organisiert das jüdische Leben weltweit. Zum Beispiel der Zentralrat der Juden in Deutschland ist dem Jüdischen Weltkongress unterstellt. Und das sind eben die Väter dieser Organisation. Sie vertreten nicht alle Juden, sondern nur einen Teil, einen ganz kleinen Teil sogar. Mhm. Ja? Der Jüdische Weltkongress ist, wie gesagt, nicht nur eine Organisation, die sich auf die Religion, das Judentum bezieht, sondern die jüdische Abstammung. Also eine Art Nationalismus für Israel. Mhm. Ja? Und wenn wir über Israel sprechen, sprechen wir auch gleichzeitig über Palästina. Also hoch konfliktbehaftetes Thema. Ja? Mhm. Und sie setzen sich für diesen Staat Israel ein. Also wir sehen hier Angela Merkel mit Edgar Bronfman. Und Ronald Lauder ist eben der Nachfolger von Edgar Bronfman gewesen, der Angela Merkel ausgezeichnet hat mit dem Theodor-Herzl-Preis. Alle Kanzler vor Angela Merkel, angefangen von Adenauer, waren sehr kritisch gegenüber Bronfman. Warum haben Sie da die Judenfrage als eine ungemein wichtige Frage immer bezeichnet und sich dann darauf verhalten? Erstens aus einem Gefühl der Gerechtigkeit. Wir hatten den Juden so viel Unrecht getan, wir hatten solche Verbrechen an ihnen begangen, dass sie irgendwie gesühnt werden mussten oder wieder gut gemacht werden mussten, wenn wir überhaupt wieder Ansehen unter den Völkern der Erde gewinnen wollten. Und weiter, die Macht der Juden, auch heute noch. Insbesondere in Amerika soll man nicht unterschätzen. Und daher habe ich sehr überlegt und sehr bewusst, und das war von jeher meine Meinung, meine ganze Kraft daran gesetzt, so gut es ging, eine Versöhnung herbeizuführen zwischen dem jüdischen Volk und dem deutschen Volk. Sie wurde ausgezeichnet mit dem Theodor-Herzl-Preis und sie war auch diejenige, die dann diese Rede gehalten hat von der Staatsraison Israels. Also ja. Wir reden hier wieder über eine Regierung, über einen Staat, der errichtet wurde, und es geht hier um Staatsinteressen und nicht darum, dass wir über eine jüdische Religion sprechen, ja? Mhm. Sondern es geht hier darum, diese zionistische Agenda, von der ich gesprochen habe, die zu forcieren. Und Angela Merkel hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. 18. März 2008. Angela Merkel spricht in Jerusalem als erste Bundeskanzlerin vor der Knesset, dem israelischen Parlament. Merkel stellt mit Blick auf den Holocaust klar: Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Angela Merkel bekommt eine Büste mit dem Konterfei von Theodor Herzl, er ist der Namensgeber des Preises. Auf Initiative Herzls wurde der Jüdische Weltkongress gegründet, damals 1897, noch unter dem Namen Zionistische Organisation. Herzl gilt als gedanklicher Wegbereiter der Staatsgründung Israels. Also was man noch vielleicht zu Ronald Lauder sagen kann, er gehört zu den Topspendern von der Präsidentschaftskampagne von Donald Trump. Ja. Okay. Und Donald Trump lässt sich von einigen Pro-Israel-Lobbys bezahlen, unter anderem von AIPAC, einer konservativen Lobbyorganisation von den Staat Israel. Von Donald Trump hat man ja eigentlich immer so das Bild, er ist der unabhängige Millionär oder Billionär, der sich den Wahlkampf selber finanziert oder der unabhängig ist, so nicht wie die vorigen Präsidenten irgendwie in dieser Abhängigkeit steht. Ja, aber das ist alles PR. First, I want to thank Ronald Lauder, not only for his many years of friendship, and he truly has been my good friend. He even predicted early that I was going to win the presidency, but also for his leadership of this organization. He's done a fantastic job. Every year at this time, we Jews read a very moving chapter in Deuteronomy about the death of Moses. When God takes him up to the Mount Nebo, and he shows him the entire land, east to west, north to south. And God tells him, this is the land I swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob.
I will give it to your offspring. It could not be more clear. And I've said before, you can argue politics in the UN and on television, but who is so vain that will argue with God? So today, Israel has become the new excuse for the old anti-Semitism. Ron Lauder brings people together. He is a creative thinker. He is a person who puts his resources behind what he stands for. They want to turn in Israel into the pariah state, the apartheid state, the evil state, with lie after lie after lie. I often hear people say, I'm not an anti-Semite. I'm only anti-Israel. An der Stelle könnte man vielleicht darauf hinweisen, dass der Vater von Ghislaine Maxwell, ja, Robert Maxwell, hat laut vielen Berichten für den Mossad gearbeitet, hat auch sehr eng Geschäfte betrieben mit Charles Bronfman. Und da haben wir eben nochmal die Verbindung Mossad und Mega Group. Mossad ist der israelische Geheimdienst. Ja. Es gibt sehr viele Geschäftspartner der Mega Group, die eben auch sehr eng verstrickt sind mit dem Mossad. Wir wissen auch durch einige Berichte, dass Robert Maxwell eine lange Zeit, also bis zu seinem Tod 1996, den Lebensstil von Epstein auch mitfinanziert hat. Also der Vater von ihr war Mossad. Ja, und er hat ihn mitfinanziert. Auf Robert Maxwell werden wir intensiv in der zweiten Folge eingehen. Okay. Da werden wir viel mehr noch auch Ghislaine Maxwell kennenlernen und natürlich die Geheimdienstverbindung des Vaters. Vielleicht eine Sache würde ich euch noch mitgeben, so als Cliffhanger. 2019, als Epstein festgenommen wurde, gab es eine Razzia in seiner New Yorker Villa. Mhm. Und dort hat man in einem Safe viel Geld gefunden, Diamanten, eine Waffe und einen österreichischen Pass. Okay. Okay? Mit einem falschen Namen. Ungefähr ausgegeben, ja, Mitte, Ende der 80er Jahre. Und was wir sagen können ist, wenn wir uns eben sein Netzwerk anschauen, dass Ronald Lauder in der Zeit Botschafter Amerikas in Österreich war. Okay. Und jemand, der eben die Fähigkeit hat, so einen Pass auszustellen. Die österreichische Regierung hat bis heute nichts dazu gesagt, nicht erklärt. Weiß man, dass er ihm den Pass gegeben hat, oder? Ja, es deutet alles darauf hin. Also erstens, er war damals, zu dieser Zeit eben, ja, wo dieser Pass ausgegeben wurde, der Botschafter, ja, Österreich und gleichzeitig in dem sehr engen Kontaktnetzwerk von Epstein. Ja, der Kontakt zu Epstein. Ja, ja, über die Mega Group, ja, über Leslie Wexner, über Edgar Bronfman. Und deshalb können wir davon ausgehen, ja, es deutet alles darauf hin. Warum ist der Pass jetzt wichtig? Also der Pass ist interessant, weil dort ein Wohnort angegeben ist. Okay. Und das führt uns direkt ins saudische Königreich. Nee. Genau, Mohammed bin Salman, der damals noch Kronprinz war und sein Palast ist als Wohnadresse angegeben. Ja. Und wir werden in der nächsten Folge darauf eingehen, welche Beziehungen zwischen Mohammed bin Salman und Jeffrey Epstein bestanden. Das Netz wird immer größer. Das Netz wird immer größer. Und das ist nur ein, ja, ein ganz kleiner Teil. Ich könnte sagen, ein Drittel von dem Netz. Das Netz wird immer größer, aber wann kommt es denn zu der Insel? Also man hört ja so viel Jeffrey Epstein, man, ja, denkt direkt an diese Insel oder an diesen Lolita Express und so weiter. Ja. Wann kommen wir denn dazu? Weißt du eigentlich, wer Jeffrey Epstein die Insel und den sogenannten Lolita Express gegeben hat? Wurde ihm auch geschenkt oder was? Ja, ja. Von Leslie Wexner. Ja, und von demselben Typen. Ja, von demselben Typen. Der hat ihn ausgestattet damit. Das, wie gesagt, das deutet für mich darauf hin, eben auch mit der New Yorker Stadtvilla, dass das eine Ausstattung für eine Operation ist. Nochmal, das ist der mit den Dämonen und so weiter. Ne? Genau. Diese Insel und dieser Jet ist sehr zentral für Epsteins Erpressungsnetzwerk, könnte man sagen, auf das wir in der nächsten Folge zu sprechen kommen werden. Ja. Wir werden auf einige Beziehungen tiefer eingehen, auf den König bin Salman, auf das britische Königshaus, aber alle anderen Besucher, die, ja, auf dieser Insel waren. Plus wir werden sehen, wie
Ghislaine Maxwell in sein Leben kam. Ja, das hatte mit dem Tod des Vaters zu tun. Wir werden auf diese Umstände des Todes eingehen. Da gibt es sehr, sehr interessante Parallelen. Und Er kannte den Vater bevor, oder er hatte zu tun mit dem Vater, bevor er wirklich enger mit ihr zu tun hatte? Vielleicht sogar gleichzeitig, okay. Weil er war auf der Suche nach einem geeigneten Partner für Ghislaine Maxwell. Ah, okay. Ja, also John F. Kennedy stand auch auf der Liste. Okay. Und als das nicht geklappt hat, kam das vielleicht zustande. Aber ich will dir gar nicht zu viel verraten. Wir werden im nächsten Teil davon erfahren. Ja. Jetzt haben wir eigentlich noch nicht so viel über die, also ein bisschen, aber noch nicht so viel über die Leute geredet, die erpresst wurden, sondern vielleicht eher die kollaboriert haben mit Epstein, ja. Oder ihm zu dem gemacht haben, auch ein Stück weit, was er am Ende war, ihn ausgestattet haben und so weiter. Und im nächsten Teil wird es dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr darum gehen, wer kam auf die Insel. Viele Leute fragen sich ja, wie kann es sein, dass so eine große Verschwörung, das ist ja eine echte Verschwörung. Ja, kann man so sagen. Ja. Wie kann es sein, dass so viele Leute dicht halten, dass so viele Leute mitmachen? Ja. Im Auftrag zum Beispiel der Dienste. Und was wir erfahren werden, und ich werde das an Beispielen auch erklären im zweiten Teil, dass es ein gängiges Mittel ist, die Reichen und Mächtigen zu kontrollieren durch Erpressung. Ja. Also man kann sich das so vorstellen, diese ganze Verschwörung wird zusammengehalten durch einen Klebstoff. Und dieser Klebstoff ist die Erpressung. Der Fall Jeffrey Epstein ist nicht nur die Person Jeffrey Epstein. Ja. Wenn man sich allein anguckt, wie viele Leute, die irgendwie mit dem Fall verbunden sind, ums Leben gekommen sind auf mysteriöse Weisen. Ja. Oder auch zu welchen Leuten er irgendwie Kontakt hatte über die Jahre. Ob es jetzt irgendwie Mossad-Agenten oder Milliardäre, CEOs von irgendwelchen internationalen Corporations sind oder so. Also die mächtigen Freunde, die sozusagen diese Person Jeffrey Epstein hatte. Ja, es zeigt irgendwie auf, dass das eben ein riesiges Netzwerk anscheinend ist, was so dahinter steht. Ja. Ja. Also, wie sich das anhört, konntest du gut folgen. Und ich kann mir vorstellen, dass dem interessierten Zuschauer es auch nicht schwer gefallen ist, dem zu folgen. Und das ist sehr, sehr wichtig, um alles andere, was kommen wird, zu verstehen. Ihr könnt auch unabhängig jetzt davon die Sachen nachgoogeln, ihr könnt noch tiefer gehen. Danke, dass du da warst. Ja. Im nächsten Teil bist du nicht dabei. Ja. Kann die Community vielleicht auch irgendwie unter dem Video schon mal Fragen stellen, die wir vielleicht noch mit aufnehmen? Stimmt, oder? Das machen wir. Ja. Also ihr könnt jetzt unter dem Video eure Fragen stellen, liked, teilt, kommentiert für den Algorithmus, weil das natürlich ein sehr heikles Thema ist. Wir werden demonetarisiert werden, das ist klar. Safe. Und deswegen bitte ich euch darum, uns zu unterstützen. Ja, alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und danke. Das war eine lange Session, aber du hast tapfer durchgehalten. Ich hatte geschwollene Füße gestern, aber es ist gut gelaufen. Macht's gut. Ciao. Der Mensch ist frei geboren, doch überall liegt er in Ketten. Lässt er seinen Geist verkümmern, seine Gedanken manipulieren oder folgt er seiner Bestimmung? Die Macht ist groß, aber aufgeben, keine Option. Es lebe der Widerstand, durch dich, mit uns, für euch. So öffnen sich Türen, wie unsere Augen und Herzen. Willkommen.